Schnucksnacken! Schönes Lied, sehr schönes Lied. Hallo meine Kinder, wunderschönen guten Abend. Na? Eine Minute noch. Ich weiß nicht, ob man um Punkt 19 Uhr spielen kann. Das werden wir gleich sehen, Alter. Ukelu, moin moin, merhaba, selamu alaikum, tag tag. Was geht, was geht? Geht ab, ihr Fische. Eine Minute jetzt. Ich kann schon mindestens wieder mal runterladen. Nö. Also ich konnte da gerade auch draufklicken, aber Anwendung nicht veröffentlicht. Ja, beruhig dich mal hier, beruhig dich mal. Mann, RP. warten wir noch ein bisschen, vielleicht tut ihr noch ein paar mehr ein. Die meisten lassen sich ja nur für RP begeistern. Dann noch eine kurze Ansage an die Leute, die zugucken heute. Und aus der Community sind. hallo Mila, hallo Pan und No Name, Bomfer Tagge, Joshua Benzo, hallo Swiss, hallo Kadush Cloud, Naxo, Lord Purzelbaum, No Name und Beezy, Oma, hallo Space Pirate, Lazarus, hallo Spotted, Joshua, Dirk, MDK, Mr. Pony, Yoko, Fabian. Nein, nicht Ansage an euch. Ich möchte euch nur was sagen. Streiter Brox, hallo Holy, hallo. Holy, nicht wieder auf Knöpfe drücken, ne? Hallo HT, Newlack, hallo. Alina, Jaxtella, hallo. Gibt's eigentlich Drops, Pommes? Drops sind immer angeschaltet. Ich muss nur auf das Spiel switchen. Müsste dann eigentlich funktionieren. Können wir ja gleich gucken. Wenn nicht, dann stelle ich das kurz ein noch. Hallo Palim, Palim. Marischka, hallo Rentner, hallo. Wird heute der Zauberstab geschwungen hier, natürlich. Das habe ich ja schon vor, ich glaube, wo die das angekündigt haben, gesagt, dass ich das auf jeden Fall spielen werde. Nicht so eine Meme wie Cyberpunk. Da habe ich das auch gesagt. Cyberpunk habe ich aber dann doch nicht gespielt. Bevor das alles da auf Twitter eskaliert ist, habe ich schon gesagt, ich spiele das. Wir gucken an. Die Leute, die das natürlich selber spielen wollen und nicht gespoilert werden wollen, die schalten dann ab. Oder die gucken sich da trotzdem an. Je nachdem, entscheidet ihr. Heute Tomb Raider. Ich hoffe, dass das auch nicht so ein Tomb Raider wird, weil die Performance soll ja nicht so gut sein, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass der Rechner abschmiert. Ich kann noch nicht spielen. Stimmt, 2 Minuten nach. Ich sag, das. Wenn wir überhaupt spielen können. Weil ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nicht funktionieren wird heute. Hallo Akuma, Castello, hallo, Elzebabi, hallo, Akuma hatten wir. Oh ja, da war ich wohl nicht da. Ich schaue es an, weil ich es beim Profi sehen muss. Muss ich es nicht mehr selbst spielen, verstehe die Logik. Oder ich werde wahrscheinlich so reinscheißen, aber egal, soll ja lustig sein auch. Hallo Brutus, Kobo, hallo, Bucky, hallo. Hab Angst, wobei ich bei Cyberpunk auch fast keine Probleme hatte, also vielleicht wieder Glück.
Ich teste für euch. So, wen ich noch nicht begrüßt habe, der möge einmal mit dem Zauberstab schwingen. Runzen, hallo. Ich hab das Cover vergessen. Hallo, Warkev. Hast du schon viel gesehen in Streams, Curvis? Nö, Kobo, absolut nichts. Ich habe mir weder großartig Videos angeguckt, noch habe ich Streams angeguckt. Ich wollte das komplett für mich alleine entdecken und genießen. Ich werde das Spiel auch nicht rushen. Ich sage mir das. Hallo, Loco, Passi, hallo. Stecker, hallo, Gesundheit, Bufo, hallo. Faticino, Hosanen. Fujitorak, Cyberfighter. Nico, hallo. Too Strong, hallo. Ich wurde gegrüßt, ich will nur schwingen, okay. Wenn man sich dann ingame mit WB-Account anmelden muss, funktioniert das sowieso nicht, weil das direkt down geht. Ach, du meinst den Zauberstab? Kann man sich da, ich weiß nicht, ob man sich das im Spiel selber aussuchen kann. Wir werden es sehen. Pottern wir heute richtig rein. Yes, sir. Mir egal, kann das am 10. spielen. Freunde hat nicht gegönnt, die Deluxe-Ding, aber. An deinem Alter ist eh nichts mehr mit Rush Boy, Junge, Alter. Ich werde hier nur beleidigt. Pack deinen Rechner schon, Wequadur wird vielleicht wenig schwierig. Es geht eher um die Performance vom Spiel an sich. Weil Oma hat vorhin schon geschrien, beim Hahn oder so ist alles abgestürzt und so. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hallo Brot. Und Just Freezy, hallo Weezy, hallo. Ich bin 42, ich darf das sagen. Ah, dann bist du ja viel älter als ich. Scheiße, was machen wir denn, wenn das nicht passt, wenn das nicht funktioniert? Ich meine, Pommes, Alter? Also du kannst, glaube ich, im Spiel aussuchen oder halt mit Account verbinden. Oh, bald, oh, wenn man sehen. Ja, ja. Und Omi, Dankeschön für den Gifted Zapper und Kobo und Hi-Hub, Dankeschön für den Prime Sub am 22. Und Guaranda, danke für den Wisdom 243. Alter. Illegal, legal, legal, was geht, was geht. Die Drops werden erst angezeigt, sobald ich auf das Spiel switche. Hallo, Autopsie. Ergel, vielen Dank für 5 Gifte Zaps. Dankeschön. Junge. Bei meiner Frau musste gerade Steam neu starten gewinnen. Dann installiert das Game erstmal. Uiuiui, boah, das machen wir jetzt mal. Ich habe ja schon vorinstalliert. Bin ja Pfeifett. Habe ich gestern Nacht sogar noch gemacht. Und jetzt sind ja ein paar Leute hier. Ansage, Chat. Wir wissen alle, dass Twitter brennt. Wir wissen alle um die Problematik von dieser J.K. Rowland-Olle. Diese dreckige Kerbe. Mit ihren komischen Aussagen. Hab das zwar selber nicht gelesen, aber ich vertraue einfach mal darauf, dass die Leute, die sich da beschweren und bla bla bla, damit recht haben. Mir geht's aber gar nicht darum. Ich will mich auch gar nicht erklären. Ich zock, worauf ich Bock habe. Ganz einfach. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Weil ich bin der Meinung, man hätte mir, weil ich das überhaupt gar nicht nie mitbekommen habe, dass da überhaupt so ein Dings ist, man hätte mir das vernünftig beibringen können quasi, was da hinter den Kulissen abgeht oder was mit dieser Frau da abgeht. Das wäre alles cool gewesen. Aber das Einzige, was ich auf Twitter gesehen habe von den Leuten, ist einfach purer Hass gewesen und den ganzen Kacke. Und deswegen bin ich einfach so ignorant und sag, mach ich mir keinen Kopf drum, ich spiele, was ich will. Mir geht es nur um das Spiel. Und nicht, was dahinter ist im Real Life oder so. Das ist ein Fantasy-Spiel, fertig. Mir geht es nur ums Spiel. Und falls jemand im Chat auftauchen sollte, das ist die Bitte, die ich an euch habe. Deshalb sage ich das doch nochmal. Falls jemand im Chat auftauchen sollte, der meint irgendwie zu haten oder zu flamen, lasst die Mods das bitte machen und nicht rein beleidigen oder sonst irgendwas, okay? Am besten reagiert ihr da selber gar nicht drauf. Fertig. Ihr wisst, wer ich bin. Ihr wisst, was ich sage, wenn mich einer fragt, was für eine Nationalität ich habe oder was auch immer, Alter. Ich habe immer gesagt, ich bin Mensch. Und mir ist nur wichtig, was die Leute, die hier sowieso immer am Start sind, wissen. Wer ich bin und nicht, was irgendwelche Fremde von mir halten oder so. So, die Oma hat auch noch mit Loco zusammen oder nur Oma alleine ein Dings verfasst, also zusammen mit uns. Da wird das auch nochmal erklärt. Also bitte nicht flamen oder beleidigen oder sonst irgendwas, wenn sich hier jemand verirrt. Ich glaube so oder so nicht, dass das passieren wird, weil dafür sind wir auch sehr, wir sind viel zu klein dafür. Ich
ist ja kleine Bubble hier. Aber falls, ja, falls. So, ich check mal ihm aus. Man kann immer noch nicht. Zum Glück stellt immer weg aus. Ja, mir ist das egal, was andere sagen. Ich entscheide, was ich essen, trinke, spiele und wenn ich schaue, auf wen es gehört, das ist. Das Kernding ist ja nicht verkehrt, dass man gewisse Dinge vielleicht nicht tut, weil dahinter was anderes steckt. So, bla bla bla. Das ist ja nicht verkehrt. Aber man kann es auch übertreiben. Arbeit, Arbeit, ja, ja. Cool, Schallpass ist da, Loco da, Oma da, alle da. Die machen das. Eggel, vielen lieben Dank nochmal. AC Rangs, Dankeschön für den Prime-Sub im 12. Ein verdammtes Jahr, Mann, Dankeschön. Hefrosch, Dankeschön für den Prime-Sub im 34. Spotted, Arbeit, Dankeschön für Arbeit, den Gifted-Sub an den ja, Neobi. Ja. Schallpass, Dankeschön für den Wiesam im 45. Bin da, keine Sorge. Und El Batman, Dankeschön für den Wiesam im 17. Und WeTief, Dankeschön für den Prime 5. Hast du das mit Girlfriend Reviews mitbekommen? Zeigt einfach, dass es bei der Debatte schon lange nicht mehr um das Kernthema geht. Nee, Space, ich bin ganz ehrlich. Ich lege sehr viel Vertrauen immer in Sachen, die zum Beispiel einen Stay sagt oder so, weil Stay sich einfach komplett informiert über alles. Ja? Damit er das in seinem Stream auseinandernehmen kann und so. Die einzige Sache, die ich selber, und das habe ich gerade schon gesagt, selber mitbekommen habe, ist einfach dieser pure Hass auf Twitter. Das ist einfach purer Hass. Ich weiß nicht, ob die Leute, die da sowas geschrieben haben, dann auch zu dieser Community gehören und sich so identifizieren, ne? Also sagen hier, ihr wisst ja, was ich meine. Keine Ahnung, aber ich habe nur puren Hass mitbekommen und dann hatte ich keinen Bock, mich da irgendwie reinzulesen oder mich dafür zu interessieren. Ganz einfach. Ich meine, ich mache sowieso, was ich will. Oh Gott, der Playbutton war gerade grün. Ich hab's genau gesehen. Ach, sieben Scheiß, du eh wieder rein, Junge, kannst du jetzt jemanden willst, Alter. Ich bin so heiß auf die Welt zu erkunden. Ja, Mann. Orkan Merchoba. Ich hab richtig Bock drauf. Wenn das nicht funktionieren sollte, müssen wir eine Pommes, Alter. Oder wir warten, bis es funktioniert. Und quatschen einfach. Ich hab auch ganz viele Freunde. Hier, das sind alles meine Freunde. Hallo. Hallo, hallo. Nein. Und ihr dürft alle nicht spoilern, okay? Okay. Okay. Oh mein Gott, ein Schlumpendump. Ich mag dich nicht. Das ist ein Schlumpendump, Junge, Alter. Ich glaube, ja, ja. Spoilern, sag ich nicht. Ein Maul, Junge. Wo ist der Birkengurk jetzt hin? Ein Schlumpendump, Junge. Und der Birkengurk. Muffin Purple Gurk. In den Pommes ist tote Hose, ja, das war klar. Dugel. In Gobbelgurk. Mila, bist du schon heiß? Nö. Okay, dann mute ich wieder. Über eine Stunde noch installieren, Alter. Wie viel hast du für deine Freunde bezahlt? Gar nichts. Was ist das für ein Dummwart? Die habe ich als Dings. Ich habe die jetzt Rückendeckung mitgemacht. Conan, vielen lieben Dank für den Reset am 30. Hallo. Ich habe gerade Steam komplett neu gestartet und das Spielen-Button ist grün. Probier mal. Wenn du mich anlügst, ne? Also ich bin ehrlich, ich war noch nie so hyped auf dem Spielen, ne? Weil ich liebe... Tut mir leid, ich muss es sagen, Alter. Ist mir egal. Ich liebe Harry Potter. Ich liebe es. Ich bin ein Nerd, der aus Duisburg-Marxloh kommt, Junge. Ist gar nicht, du bist ein Lügner. Lüge. Lüge. Bei mir ist Sons of the Prophets einfach so mit Hype. Macht mir gar nichts. Doch, wir sind auch alle Freunde. Also bei mir hat es gestartet. Lüge. Hallo Toni, bei mir ist alles fit. Hallo Borsti. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr seid alle gesund. Lüge. Ja, ich komme die Hate-Welle, weil du Harry Potter liebst. Das ist mir egal. Ich spiele seit 2017, nach schon länger, Alter, GTA 5. Habt ihr euch mal GTA 5 reingezogen? Die Werbung in dem Spiel? Die Radiosender? Die stereotypischen Charakter, NPCs, die da rumrennen?
Und was die so sagen? Und da sagt keiner was zu? Hm, ich weiß ja nicht, Digga. World of Warcraft? Ginge da auf Twitter ab? Ein bisschen. Okay, irgendwas lädt hier runter. Komm schon, Bruder. Hatewelle kann jetzt Follow da lassen. Ja, ich habe vorhin gesehen, 20 Leute oder so haben entfollowed, aber wahrscheinlich, weil ich gestern gedodged habe. Also, weil ich gestern nur mal ausruhen wollte, damit ich heute fit bin. Startet bei mir. Ihr macht mich hibbelig, Alter. Ich starte jetzt nochmal neu. Ja, aber GTA ist ja was anderes. Random Twitter Guy. Nee, ist es nicht. Herr Doris spielt. Mila, lüg nicht. Bitte lüg nicht. Nicht lügen. Montag nicht eh Ruhetag. Aber wir haben Dienstag. Komm schon, bitte. Ey, der hat gut so lange geladen. Was ist. Oh Gott, Steam, bitte. Mach keine Welle. Mila, kannst du spielen? Dembach spielt auch schon. Warum können die schon spielen, Alter? Weil die das schon installiert haben. Ja, ich hab's auch installiert, Junge. Nee, du hast runtergeladen. Musst jetzt installieren, dann kannst du spielen. Ich kann das nicht spielen. Dori hat mir das geschickt. Die kann schon spielen. Ich raste. Die Mistmade. Ich hab Steam neu gestartet, dann konnte ich installieren. Ja, ach, super, wir haben den Zug verpasst. Man muss mit Auto fliegen. Ja. Oh no, gibt's heute Hogwarts? Natürlich gibt's Hogwarts. Nisse, bist du heute der erste Kandidat im Chat? Richtiger Hass, Alter. Hä, warum ich? Weiß ich nicht. Ich kann gerade nicht auf den Chat gucken, ich muss mich konzentrieren. Ach, komm, Digga. Einfach stereotypisch wieder. Ach komm, Digga, scheiß drauf. Ja, manchmal muss man auch Monte zitieren. Das stimmt, Monte ist ein weiser Mann. Monte Weiße. Jo, danke für die 500 Euro. Prost, Digga. Ich bin drin, Pogas. Schnauze! Lösch mal deinen Download-Kach im Steam. Nein. Ey, ich raste aus. Ach, bitte. Das auf jeden Fall nicht. Ey, wir haben die Deluxe-Edition. Wo kann man das nochmal nachgucken? Wir haben den Greifen bekommen. Ja, das passt. Steam kannst über dem Spiel aktivieren. Nein. Ganz oben auf deinen Namen gehen, dann Account-Details und dann dabei Einkaufsverlauf. Oder bei Lizenz- und Produktschlüsselaktivierung da. Junge, are you flexing to me or what? Ja, Digital Deluxe Edition. Alle Hufflepuffs sind loser, by the way. Rechtsklick auf Spiel Eigenschaft. Mir wird gerade zu viel geslammt. DLCs, was ist das? Warum soll ich das machen, Bruder? Nein, das war nur um zu gucken, welche Edition du hast. Dankeschön. Egal, ich muss mich beruhigen. Hast du mit Pottermore connected für Goodies? Nein, hab ich nicht. Doomfox, vielen lieben Dank für den Resub, 56. Monat, Alter. Welches Haut wählt ihr? Natürlich Slytherin. Was ist das denn für eine Frage? Obwohl der dreckige Bot mich im Chat wieder wohin packt? Slytherin, okay, perfekt. Ich habe diesen Test gemacht vorhin, den haben die Leute mir geschickt und die haben gesagt, ich soll eine Hufflepuff geben, und das werde ich nicht tun. Ich bin der Erste, der in das Spiel auf Klo rennt und die Leute tötet. Ich push mit von rechts mit Zauberstab. Nee, schwör bei Gott, das ist immer noch grau. Ey, bitte nicht, Alter. Oh, ich hoffe, ich kriege einen, der stinkt, so einen Zauberstab. Verbinde unbedingt mit WB, die Items sind sehr geil. Das ist doch der Account, den ich mir dann vorhin gemacht habe, ja? Da muss ich gucken, wie das funktioniert mit dem Verbinden. Steam schon am Kennst noch so. Oh, Snowy, das wird dir wahrscheinlich irgendwann aus dem Chat beantworten können.
ich werde ein bisschen nervös, ne? Ich bin mit dem Wein dann schon am Wippen, Alter. Ehrlich. Die Hälfte vom Shader schon. Kannst du schon spielen, Lucky? Ich bin gerade dabei, den Shader vorzubereiten. Ja, ist einfach bei dir aufgeploppt, oh wow. Ich habe einmal hier installiert und danach habe ich Steam neu gestartet und dann konnte ich Rinder. Komisch. Gar nichts. Doch. Gar nichts. Hallo, Chef von Twitch. Ich habe eine Einladung bekommen. Gotcha. Hallo, ich möchte spielen, bitte. Nein. Ey, aber bitte, Lucky. Bruder. Okay, ist erlaubt. Lass uns spielen. Mir geht gerade alles auf den Sack, Alter. Ja, die Mucke geht mir auf den Sack. Ich brauche irgendwas. Ich brauche ein Lo-Fi. Irgendwas Chilliges jetzt. Arbeit, Arbeit. Rico, vielen lieben Dank für den Resub im dritten Monat. Oh Gott, oh Gott. Warum auch immer der Name ganz nach links angezeigt, Junge, dieses Dings, ne? Chat, wir müssen warten. Tut mir leid. Ich kann nichts dagegen tun. Tut nicht weh, was tut nicht weh? Wizarding World für what? Aber da bin ich doch angemeldet. Pumich. Hier ist aufgeregt, guckt extra nicht bei meiner Frau auf dem Bildschirm. Ja, mach doch Apex, spiel einfach weiter. Hast du keinen zweiten Monitor? Ey, bitte. Boah, ich krieg hier richtige New World Feelings, ne? Hallo, der Comment hat einen Cooldown, ne? Mal so. Oder ich habe gestern Nacht schon installiert, Venom. Okay, ich glaube, komplett Steam ist abgekackt. Das ist Gottes Zeichen. Vielleicht ist das ein... Oh Gott. Was hast du gemacht, Mila? Warum kannst du und ich nicht? Mila? Wie cool ist das bitte? Hä? Warum, ist was das ist das? Schattierung wird vorbereitet. Das bin nicht ich, das hat mit Dori geschehen. Ach so, boah, ich dachte schon, Alter. Das sag ich doch schon die ganze Zeit. Weil ich bin nervös, okay? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache einfach Spiel auf Fehler überprüfen. Junge, wie schnell ist er? Hallo, okay, ja, schön. Anscheinend hat er keine Fehler gefunden. Oh, ich bin nervös. Oh mein Gott. Mich macht gerade alles sauer. Ich schwöre bei Gott. Wir müssen warten, Chat, wir müssen warten. Gabsen, Dankeschön für den Resub am 27. Und haben Sie noch was im Lager? Danke für den Prime-Sub am 2. Nehmen Sie den her. Danke, danke, danke. Wenn nicht funktioniert, dann gehen wir Dings. Dann gehen wir Rust PvE RP zocken. Wusstet ihr, dass es Rust RP gibt, Alter? Wusstet ihr das? Der Server, wo ich damals gespielt habe, hier vom Rico, von Deutscher Ritterplatz. Die machen noch ein bisschen RP und so. Wie richtig cool. Ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite. So richtig was für mich, so für alte Menschen. Kannst du schön gegen NPCs an Monumente kämpfen gehen und so ein Shit. Pinsel spielt das. Was spielt Pinsel? Der Pinsel spielt auf irgendeinem brasilianischen Rust-Server, Alter. Und peilt gar nichts. Einfach Muggelblock. Hallo, Ostprodukt. Und Jackie, Dankeschön für den Prime-Sub im 8. Hallo. Hihi. Ich bin kurz davor, das Spiel neu zu installieren, ne?
Ich kann nichts machen, wir können nicht anfangen. Ich kann nicht spielen. Ich lass gerade halt Small Bomber. Ey, Bruder, bitte nicht, Alter. Meine Internetleitung ist doch kacke. Ja, ich starte schon die ganze Zeit. Ne? Die Mucke geht mir auch auf den Sack, Alter. Ich werd richtig nervös. Übel, Junge. Nies, Alter. Nies. Ich will doch einfach nur spielen, bitte. Ich kann nicht ruhig bleiben. Ich installiere es auch mal neu. Vielleicht hilft das, mal sehen. Oh, ich hoffe nicht. Also ich wünsche dir natürlich, dass du spielen kannst, aber ich hoffe nicht. Weil ich möchte nicht neu installieren. Klappe, Negro. Mila, du auch nicht. Bringt nichts, ist bei mir genau wieder vor. Ja, dann werden wahrscheinlich so immer nach und nach irgendwelche Accounts dafür freigeschaltet. Absolut schlecht gelöst wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott. Mila, ich brauch deinen Daumen, ich bin nervös. Ich brauch jetzt Nuki, Alter. Kriegen die irgendwann mal geschissen, Alter, diese Publisher. Oh, es läuft doch alles. Also bei uns läuft. Habt ihr gerade erst installiert? Das andere war ein Preload. Du hast quasi runtergeladen und jetzt kannst du installieren. Dann kannst du spielen. Oh, hier ist irgendwas grün. Was war das? Ja, das ist ja in der ist es bei dir wahrscheinlich auch in der Downloadliste drin noch, das Spiel, ja, oder? Ja, genau. Genau, cool, und da passiert aber nichts. Wenn du da drauf drückst oder so, das sollte eigentlich automatisch starten. Und dann installiert. So war es bei den Eingriffen. Bei mir macht es aber auch nicht. Ich scheiß auf Steam. Ich scheiß auf die Steam-Server. Wir können ja schon mal bei Mila gucken. Mila kann auch noch nicht. Das war Dori, die schon rein kann. Und Lucky und Platte und Rakim. Weißt du, die größten Kacklappen, Alter, die dürfen wieder zocken. Der hat keinen Hufflepuff. Mein Gott, und die absolut. Kenner, die die Filme schon 70 Mal gesehen haben, Alter, die dürfen wieder nicht. Und noch nicht ein Buch gelesen. Die dürfen schon wieder welche spielen. Guck mal, ich sag, hast du das Buch gelesen, Alter? Ich muss auch mal. Du hast dein Elo benutzt für Paper oder Tipps für dein Kiff-Kiff. Genau, E-Book. Habe ich aus dem Smartphone rausgerissen. Ja, na klar. Heutzutage ist alles möglich. Excuse me? Ja, sagt die bei mir auch. Ich habe Preload gemacht und eben hat es sich nochmal irgendwie installiert und danach habe ich Steam neu gestartet und dann ging es. Ja, das mit bei dem mir Installieren ist das auch noch ein halt Download-Ding, aber das. Ja, das hat wahrscheinlich was mit den Servern zu tun, dass die immer nur, was weiß ich, ein paar tausend Leute das machen lassen und dann die nächsten. Aber dann sitzen wir bis 12 Uhr hier. Oder ich spam die Scheiße jetzt einfach. Kann eigentlich gar nicht sein, du hast das ja schon runtergeladen. So. Ja, aber der will nochmal irgendwas runterladen. Ja, der will halt installieren auf Festplatte, du hast. Quasi in eine Cloud geladen, damit du jetzt nicht alle am Internet hängen und die Server ziehen. Was haben denn Wolken mit dem Spiel zu tun? Der gibt gar keinen Sinn. Komm, halt dein Maul. Ja, halt einfach dein Maul. Der kennt halt das dunkle Mal nicht. Als Bestrafung werde ich heute Coca-Cola trinken. Ich habe jetzt deinstalliert. Schmutz, installier wieder neu. Das wird nicht helfen, Bruder. Der Bomber hat gerade auch gemacht. Hat nicht gebracht, nichts. Bin in-game, Bruder. Er freut mich für dich. Wir freuen uns alle sehr. Hallo, liebe Bytes. Okay, wir machen mal, da zocken bestimmt einige von euch auch. Eins im Chat, wer schon im Spiel ist oder spielen kann und zwei, wer noch nicht kann. Ich will einmal mal gucken, bitte. Und nicht lügen. Ja, lügen ist, oh Gott, so viele Einsen. Wieso werden bei den Cooper Drops angezeigt, bei dir nicht? Weil der Cooper wahrscheinlich schon das Spiel im Titel hat, ne? Ach so, okay, ja gut.
Ich guck mal eben. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, hatte. Ja, ja. Sobald ich das unten wechsle, kriegen die auch hier Drops. Ja, wir haben mehr Einsen als Zweien, oder? Nee, wir haben doch mehr Zweien als Einsen. Ich bin in FIFA absolut lost, bist du, Junge. Wir zocken doch heutzutage nur FIFA. Zock auf PS5, deswegen eins, okay. Gib uns Drops. Ja, soll ich schon mal. Das kann Ärger geben. Oma, kannst du das Spiel wechseln? Warte, ich mach das. Oder Loco. Ich hatte zwei PC neu. Als ob das was bringt, Junge. Darf Platte auch schon spielen? Ja. Ah, Junge, dass du immer dabei bist, ne? Jemand, der es gar nicht verdient hat. Oh, Cooper lebt auch noch. So, haben wir. Spiel gewechselt, Drops sind aktiv, glaube ich. Also mal, Ding, oh, diese Musik ist so geil. Ey, wir haben gesagt, nicht spoilern, Junge. Ich werde es aus dem Internet hauen oder später. Ist ja gut. Chat, ihr müsst mir sagen, ob Drops aktiv sind. Also, einmal refreshen. Ach, scheiß drauf, Alter. Ehrlich. Nach der Installation über Steam und Hogwarts. Boah, ey, stimmt, das kann man auch mal versuchen. Ey, da hast du recht. I try it, Bruder, I try it. Können wir jemand nachgucken, ob die Drops aktiv sind? Das müsste über dem Chat dann stehen. Das wäre super nett. Ich kann gerade nicht komplett auf den Chat gucken. Ich muss hier hacken. Junge, da ist nicht mal... Oh Gott. Oh Gott, es stimmt, was der Dings gesagt hat. Ich hab nicht mal was auf dem PC runtergeladen. Das ist in der Cloud noch. Aber man konnte das nicht runterladen. Ich glaube, darüber bis 5 Minuten. Ja, aber oder keine Ahnung, bin kein professioneller Streamer. Was soll ich dir sagen? Okay, der Rakim hatte recht. Ach, ist das der so? Der hat das in der Cloud geladen, ne? Ja. Deshalb habe ich auch noch keinen Hogwarts auf dem PC. Nein. Ja, aber ich habe die ganze Zeit, ich habe heute den ganzen Tag Steam aufgebaut, warum hat er denn nicht runtergeladen? Weil ab 19 Uhr die Installation freigeschaltet wurde. Ach so, Digga! Aber ja, die startet bei mir auch nicht. Das kannst du so vergessen heute. Das kannst du so knicken. Ja, wieso schaue ich dich da, weil ich lustig bin? Die Dateien sind auf deinem PC, aber in einer Ordnung verschlüsselt, alles safe, bups. Ah, okay. Aber entbauen Downloading. Ja, stimmt, Mann. Festplatte ist doch voll. Ich hatte gar keinen Platz. Ich warte so lange, bis es geht. Ich schwöre bei Gott. Und auch erst, wenn das um 0 Uhr geht, ist mir scheißegal. Kann ich auch so lange Rust zocken, Alter, und farmen gehen, bis das funktioniert. Der Demba spielt, wie gesagt, auch schon. Kannst den anschreien. Scheiß auf Demba, der fragt nicht mal mehr, wie es einem geht. Hab den angeschrieben, hab gesagt, Demba, wie geht's dir? Wollt mal wieder hören. Dann sagt der, du lügst. Keine Ahnung, wie schnell er mich enttarnen kann. Das wird schon gleich funktionieren. Das wird gleich funktionieren. Ich habe Fortnite gestern deinstalliert. Ich brauchte Platz für Hogwarts. Ich habe nur eine SSD, weil ich Profi-Streamer bin. Macht er so lange Garry's Mod Hogwarts. Ja, genau. Und mit dem 8-jährigen Yannick dann mich von dem Ding zu lassen. Mit Avada Kedavra, den er gekauft hat, den Zauber für 70 Euro auf dem Schimmel-Server. Du warst ein Schülersprecher. Ich bin ja auch keiner Gaming-Kellner. Wo ist Mila? Die ist bestimmt schon drin. Das wird gleich funktionieren. Ist ja erst eine halbe Stunde zu spät. Wofür kauft man denn die Deluxe-Edition, wenn man eh nicht spielen kann? Mein Gott, das sollten die mal auf Twitter schreiben. Das war übrigens nur Spaß. Wo jetzt wieder einer rumholt, Alter. Ich! Ich starte Steam neu.
Ich habe mir jetzt eine ganze Packung Kinderschoki rein, Alter. Oh, bei mir hat es jetzt. Nein, was gemacht? Bombe, heiz Maul. Hat bei mir irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, wie es installiert. Beschreib mir im Detail, was passiert ist. Ja, ich muss. Nichts, ich brauche einen Hackerman, Alter. Es hat was runtergeladen, aber es ist nichts passiert. Sind immer noch Anwendung nicht veröffentlicht. Ach ja. Ich mach gleich die Jackie auf. Du, Teddy, wo finde ich das? Joch, dann machst du die Kette. Pitsch, oder? Download. Krach. Von Steam, wo ist das? Download Case leer. Tido. Tido? Ich warne dich. Wo soll das sein, dieses Krachending? Warte, ich mach das mal kurz. Nachher löscht da das ganze Spiel raus oder so. Das ja, okay. Bei... Der Bomfer ist mein Voresser. Vorkoster, ja. Vorkoster. Wie der Typ von Asterix und Obelix, Alter. Ula, ula. 7 Einstellungen, Downloads und unten Download krachlern. Okay. Ja, aber warte. Ich hab's mal mit mir Steam geschlossen und ich muss neu starten. Mein Gott. Und mich neu anmelden, was soll denn das jetzt? Was manchmal auch hilft, System 32 löschen. Ja, das ist so gut. Hakim ist ein richtiger Freund. So hat der Johnny 5 Jahre sein Windows neu installiert, Alter. Der hat einfach Windows auf Windows auf Windows auf Windows installiert. Hallo Peter Klause. Die ganzen Computerexperten, Alter. Das bringt auch nichts. Okay. Habe ich mir fast gedacht, dass der Teddy mich anlügt. Da tut schon ein bisschen weh, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas passiert, wenn man da die ganze Zeit diese Taste spammt. Außer, dass auf einmal mein Hogwarts Legacy vom Desktop verschwunden ist. Oh Gott. Ich muss es jetzt das dritte Mal machen. Jurislav Weasley ist in der App. Das sagt der Juri, Junge. Er ist einfach Weasley. Er ist ein Russe mit orangenen Haaren, Alter. Jurislav Weasley, Junge, Alter. Den sehe ich aber auch in der Pommes, ey. Lasche Woody in der Hand auf einem Besen, Junge, ab am Stadtpark vorbei. Junge, tötest du dich selber, Alter. Harry Piotr. Kali Piotrik, hallo. Piotrik. Und dann, wenn der Bomb anfängt, dann dreht der Lucky auch wieder durch. Ich hab euch. Batterie tot, Alter. Ich gehe jetzt wieder. Das ist ja auch Mobbing. Hans Piotrik. Was hat Lila? Was hat Lila letztes Mal gesagt, wo ich einen Krampf gekriegt habe? Irgendwas Banales hat die gesagt. Ich weiß gar nicht. Lila? Ja. Ich weiß nicht. Wo wir Lachflash bekommen haben. Junge, die sagt den Tag irgendwas Komisches, Alter. Oh Gott, ich dachte, das funktioniert. In 2 Sekunden hat der irgendwas gemacht. Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, warum bin ich nicht im Bett geblieben, ja? Stecker, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 3. Und Diego, danke für den Prime 8. Nee, Juri, das geht nicht. Bei mir ist der Dings nur grau. Und ich hab Deluxe-Edition. Natürlich, Alpha Centauri, natürlich. Ich starte das jetzt nochmal neu. Seitdem ich den Download-Cache geschlossen habe, steht da 0 Dateien erfolgreich geprüft. Ich glaube, ja, ich muss es jetzt nochmal downloaden. Teddy einfach verarscht, einfach Spiel gelöscht. Toll. Bei mir, okay, ich probiere mal, Juri, aber habe ich eigentlich gerade schon. Nö. Das wird einfach wahrscheinlich daran liegen, dass die Leute
Also da hat Steam nur ein paar Server freigegeben oder so. Und die sind mit Sicherheit, ich meine nach der Werbung auf Twitter, dieser kostenlosen Werbung für das Spiel auf Twitter, werden die wahrscheinlich komplett explodieren. Ich weiß noch bei New World, Alter. Da bin ich in die Warteschlange gegangen und bin schlafen gegangen. Um, wenn ich aufwache, wieder, um, wenn ich aufwache, spielen zu können. Ach, das Game ist Singleplayer, ja. Ist es auch. Aber du kennst ja doch Alpha, die haben doch immer so ein Online-Login und so ein Shit. Seid ihr mal drin, oder was? Drops noch nicht aktiv. Ich guck mal. Eigentlich aktivieren die Drops sich von alleine. Oder liege ich da gerade falsch? Sobald du deinen Account da verbunden hast, müsste das so funktionieren. Account wo verbunden? Auf der Webseite. Gib mal bitte den Link. Wie, da kommt man den Twitch-Account verlinken? Ja. Nee, yes. Warte. Du klickst über dem Chat auf dein Logo und dann hast du Drops und Belohnungen. Da klickst du drauf und dann müsste es eigentlich da sein. Alles Weitere ist selbsterklärend. Wie, warum weiß ich das? Warte. Alle Kampagnen, oh, wow. Ja, genau, da müsste irgendwo Hogwarts drin sein. Ja, und ja. Alles andere selbsterklärend. Da machen wir das doch kurz. Ich meine, wir haben ja eh Zeit, ne? Ja, hätte ich jetzt mein Passwort nicht vergessen. Von diesem Kack-Account, Alter. Aber wir haben Zeit. Immer mit der Ruhe, Curtis. Alles wird gut. Von Hexep, sobald wir spielen können. Also lad man das Spiel als dritte Mal runter. Soll ich dir das Spiel auf der... Ich habe vor einer halben Stunde eine E-Mail bekommen. Oder? Early Access is live. Mit einem Smiley. Wollen die mich verarschen, Alter? Drops kommen sofort. Moment. Bitte. Warte. Also wenn du es mir per Post schickst, dann kann ich das Game auch ungefähr 300.000 Mal runterladen, bis deine Post da ist. Hätte ja sein können. Warte mal, das ist gar nicht die Seite, wo ich mich vorhin registriert habe. Oder? Was ist das Ding, was? Ja, der hat den Baum von mir geschickt. Da bist du Hufflepuff geworden. Hufflepuff? Aus dem Platte bin ich einfach Freund und haben gehört, dass sie sich testen lassen, weil sonst hätte der jetzt ein Problem. Genau. Platte könnte sich ja auch mal gut ins Auto setzen mit externer Platte und das eben bei jedem vorbeibringen. Weil ich auch eine externe Festplatte habe, um das zu machen. Dann bau deine SSD aus, ist auch kein Problem. Ach so. Leider nicht so. Ja, ja, warum stimmt. Ist mein Anzeigename nicht erlaubt? Sag mal, wenn ich mich Prellno, wah. Hört es, oh, wah. Man, der ist wieder erlaubt, ne? Twitch verbinden. Weiter. Das machen wir doch kurz. Autorisieren. Konto wurde erfolgreich verbunden. Ja, schön. Das ist schön. Warte mal. Was hast du mir denn da gerade erzählt, Shorty? Ja, wie? Das geht nicht darum, dass ich Twitch-Drops erhalte, sondern dass der Stream Magic. Oh Gott. Ja, hab ich doch gesagt. Hör ich eigentlich auf dich? Vielleicht hat er sein Konto nicht verbunden. Es geht trotzdem. Ich hab nicht geguckt. Gott, die macht doch Giveaway und zieht sie selber. Aber warum? Wie aktiviere ich denn die Drops für die Community, Junge? Da muss nichts aktivieren. Sobald du da Twitch und so verlinkt hast und dein... Ja, ich glaube nur Twitch lang, dann okay, ist das aktiviert. Okay, kann mal jemand bitte auf meinen Stream gucken und gucken über den Chat, ob da steht, dass Drops jetzt aktiv sind? Das wäre sehr nett. Man musste das noch nie einstellen. Du erhältst Drops, wenn du bei Curtis Kusch zuschaust. Dankeschön, Cooper. Wenigstens ein Freund, auf den man sich hier verlassen kann. Curtis Kusch hat die Drops aktiviert, yes. Geht alles. Ja. Cooper ist mein Freund, war der schon immer. Ey, Curtis, versuch einfach mal das Spiel über das Desktop-Icon zu starten. Hab ich auch schon probiert, geht nicht. Was finde ich? Ich hab kein Desktop-Icon.
Geh in den Spielordner und start das da vielleicht drüber. Ich habe im Steam-Ordner habe ich nicht mal Hogwarts drin. Ach so, ja, das ist natürlich... Weil ich habe nämlich den Preload gemacht. Eigentlich muss der noch irgendwas machen hier. Ja, eigentlich würde er nur noch entpacken. Genau. Aber der hat, das ist auf dem Computer drauf, aber der hat das noch nicht entpackt. Das sehe ich ja in der Gigabyte. Pauli, vielen Dank für den Prime 715. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Immer wieder schön, deinen Namen zu lesen. Dann mache ich mir jetzt halt eine warme Milch mit Honig. Kannst du schon spielen, Cooper? Nee. Mir auch, Fauli, danke. Okay, dann leider nicht. Dann sind wir ja nicht die Einzigen. Wie cool ist das bitte? Jetzt zocke ich Fortnite und trinke Cola. Und Matt Minister, danke schön für den Prime 7-7. Gib rrr jetzt. Rrr. Kanye West. Dein Nickname sollte man in eine Tonne werfen. Palli spielt. Wer ist Palli, Bruder? Warum kommst du hier hin und sagst bei mir im Stream, dass irgendwer anders das spielt? Verstehe ich nicht, Tiger. Wer, who the fuck ist Palli, Junge? Raus! Lucky is now playing Hogwarts Legacy. Ich grüße meine Oma. Halt die Klappe, Joshua. Junge, troll dich selber, Alter. Uli spielt. Wow. Hallo, Loka. Ich bin gereizt. Man merkt es. Uli spielt. Uli spielt, Junge. Aber wie kann man denn in den Stream reingehen? Und dann sagen, wer anders spielt hat gerade. Ja, Bruder, das ist schön, dass andere Leute. Aber Alex kann. Und so spielen das doch auch schon. Machen oder nicht? Ich bin so schwer, ist es ja nicht. Guck, der Alex zockt alle auf. Ich will jetzt spielen. Alex, ich freue mich wirklich für dich, aber du bist wenigstens hier. Weißt du, und spielst das. Und ich glaube, der Tiger meinte mit Palli in den anderen Dings. Streamer. Wenn ich glaube, der Yogi streamt das auch. Hey, Yogi, Junge. Der sitzt auf Bierkasten und zockt das, ey. Ach, kannst vergessen heute. Der Yogi Potter. Ne, Mila spielt nicht. Die wird mich niemals anlügen. Er meint Ray von AL United. Ja, das ist schön für den Ray von United. Der spielt, aber da habe ich doch nichts mit zu tun. Hey, Weezy, halt bitte deine Schnauze. Ich hab. Yogi und der Feuerkelch. Yogi und der Gefangene von Azkaban. Kann man Standard auf Deluxe aufwerten? Ich glaube nicht. Bruno, der Kameramann, zockt auch safe. Hier ist safe, Bruder. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin hier Harry Potter. Ach, das ist doch scheiße, ist das. Noch 5 Minuten. Leute, ein bisschen Rust drinne? Jo. Geil, ich komm gleich auch. Ich mach grad den Dinge schreddern. Ja, die Welt erkunden. Immer rote mit Karte, noch eine. Klein. Später. Ich mit meinen kleinen Augen. Na, hast schon recht, Opi. Nicht, dass nicht selbst entpacken. Ja, ne. Hier gibt's gleich Gameplay, Lili, wenn es funktioniert. Ehrlich. Gib mir doch eine Schere, ich schneide das selber auf. Ich gebe euch den schönsten Gameplay auf ganz Twitch, Alter. Wir machen einfach Pommes. Palli ist Sugar. Ja, Tiger, ich weiß. Aber das wäre nett, wenn du sowas nicht hier reinschreiben könntest. Weil nicht böse gemeint, das interessiert mich in absoluten Scheiß, was Palli macht, Alter. Küsskin. War ein Komoda-Tuning. Eigentlich gestern, Alter, aber keine Kraft. Heute spielt noch Rust, ja, wir sind auf so einem PvE-RP-PvP-Server, Alter, das ist richtig cool eigentlich. Ich will ballern.
Aber das könnte Leute verletzen, Shorty. Ja, Opi, halt es wieder besser. Zum Glück. Außer morgens oder beziehungsweise mittags, wenn ich aufstehe, ist immer noch alles nick. Aber dann geht das weg. Und Bene Sod, Hogwarts RP, natürlich, Bruder. Ich hoffe, dass irgendwer Surfer RP hostet, das wäre nice. Ich muss erstmal eine Multiplayer-Motte geben. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das geben wird. Obwohl die Welt ist ziemlich klein, ne? Nein. Wie groß? Ich habe keine Videos geguckt, Mann. Ich weiß nichts über das. Ja, dann lass dich doch gleich einfach überraschen. Ja, wenn nicht ich mal reinkommen könnte. Und hör auf zu spoilern, du Penner. Wisst du, ihr, was wirklich asozial ist? Was? Klumpendumps. Lucky kann schon spielen, aber gibt den Account jetzt nicht an Curtis weiter. Ich spiele. Damit der spielen kann. Der Lucky war schon immer so. Bomber opfert der Lucky ist bei Rastalot dabei und er fragt nicht mal, ob wir mitspielen wollen als NPCs. Ich muss auch gleich ins Bettchen. Gib Account. Hey Curtis, hier ist Lucky. Kannst du mir Whitelist besorgen auf den Server voll Book auf RP? Einmal da gewesen. Ich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ne, das kannst du so vergessen heute, Mila. Ich sag dir wieder. Ach, es wird doch noch, weiß jetzt. Einfach mal einen Tee trinken. Halt die Maul. Bisschen entspannte Musik anmachen. So Fahrstuhlmusik. Ich habe 0 Uhr, wenn Stream ausgeht, dann geht's. Aber ich dann bin ungeduldig. Halt ich kann nichts dafür, ich bin ungeduldig. Weißt du, wenn ich die Augen zumache, wisst ihr, Chat, dann sehe ich mich gerade mit einem Zauberstab so durch Hogwarts rennen, Alter. Boah, dann so, Avada Kedavra, coole war, bam, direkt mal den Lehrer wegfetzen, Junge, Alter. 3 Stunden im Herbst dann Unterricht gehen. Ich möchte nicht. Wir können doch so lange einfach mal wieder. Bodenabteilung, Alter. Wir schauen so lange einfach nochmal deinen Super Seducer, deinen Super Seducer-Stream an. Ich darf nicht so viel lachen, ich muss wieder husten dann, Alter. Ich habe letztes Mal die Szene angeguckt mit dem in Blumentopf rein jizzen. Da konnte ich schon nicht mehr. Das war aber echt schlimm, Alter. Da habe ich auch, glaube ich, Essadern bekommen am Hirn. Vor Lachen. Wait, kann man mit deinem Zauberstab die Hocker legen in dem Spiel? Ja, kannst du das. Unterbodenbeleuchtung. Da Peter Klause. Unterbesenbeleuchtung. Also nochmal für die wundervollen Menschen, die gerade es eingeschaltet haben. Wir warten darauf, dass Steam bei uns das Spiel freigibt, damit wir endlich spielen können. Das sollte eigentlich um 19 Uhr passieren. Bei ein paar hat das auch schon funktioniert und bei ein paar noch nicht. Es tut mir sehr, sehr leid für die Verspätung. Aber ich glaube, wenn er einen Sub da lässt und so, dann verkürzt sich die Wartezeit. Bin ich sogar ziemlich sicher. Das ist der Halogen, geht direkt vor. Dankeschön, Halogen, für den Prime Sub 13. Ich kann es auch nicht zocken. Ich fühle mit dir. Black Medusa, ich fühle mit dir. Go stupid, go crazy, stupid. Mr. OG Customs, vielen lieben Dank für 420 Euro. Ich, männlich, 29, beichte, dass wenn ich bei Unternehmen anrufen muss, zum Beispiel Schwimmbad, stelle ich mich als Curtis Kusch vor und begrüße das Personal mit Hukulu. PS, das M steht für Mensch. Ah, okay. Oh, aber cool gelöst, cool gelöst. Und Dankeschön, OG Customs. Und finde ich natürlich gut, dass du meinen Namen missbräuchlich benutzt. Aber falls ich meine E-Mail bekommen sollte mit von wegen, ne, haben sie mich angerufen, dann schreibe ich einfach zurück mit ja. Oh Gott, der Bait hat geklappt, Alter. Holy, Dankeschön für den Prime-Sub im 8. Und Marischka, vielen lieben Dank für den giftet Zap an den Anso. Und Obelix, Dankeschön für den giftet Zap an den Marv. Es gibt einige Meldungen, dass die im Vorverkäufer spielen können, aber welche, die es über einen Reseller haben, die können nicht spielen. Ach Gott. Oh Gott. Das ist doch eigentlich scheißegal, wo man den Key hat. Wenn er von Steam ist, kommt er auch von Steam. Arbeit, Arbeit, ja. Mila, ich habe sehr schlechte Nachrichten. Was denn? Ich weiß nicht, wie vertrauensvoll die Quelle ist. Aber ich habe gerade gelesen, dass Leute, die bei Steam vorbestellt haben, spielen können. Und welche, die das über ein Dings geholt haben. Reseller. Nicht spielen. Was? Du kannst spielen? Nein. Kurz über Trennung nachgedacht. Kann ich nicht. Also ich habe über Steam gekauft gehabt. Aber ich bin enttäuscht, dass ich das auch in deiner Stimme gehört habe.
Wenn das jetzt daran liegt, ne, dass ich auf so eine verschissene Drecksscheiß-Dreckseite die Keys gekauft habe, ja? Einfach normal kaufen. Weil der hässliche Craig mit seinem Saftauge, Alter, was der hat, wenn der heult, laufen die Tränen den Rücken runter. Weil der gesagt hat, nein, Craig, das kauft er da, ist in Ordnung, dann raste ich komplett aus, Alter. Dann schwing ich mich auf mein Tandem, Alter, und fahr mit Mila nach Berlin und such den Wichser. Der ist immer einfach nicht so geil. Ich mach den kaputt! es startet. Oh, mach schon mir bitte aber einen IRL-Stream davon. Wie du mit dem Tandem alleine von Duisburg nach Berlin heizt. Junge, in 3,5 Stunden bin ich da, Alter. Ich hab Kette frisiert. Ess dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch. Diese fucking 20 Euro, Alter. Warum hab ich das nicht direkt da geholt? Ich Vollidiot. Nie wieder in meinem Gott. Nie wieder in meinem Leben. Gott ist mein Zeuge, Alter. Werde ich irgendwo auf irgendeiner Dreckschmutzseite was kaufen. Der Kreditkartenbetrüger, Wichser, die, Alter. Soll das... Da eigentlich macht das keinen Sinn, weil das sind Steam-Keys. Das sind Keys von Steam selber, die kannst du ja auch da einlösen. Was ist das für ein Kacklied, was ich hier höre, Alter, Johnny Cash, Junge. Wie viel hast du durch den Reseller gespart, Geld oder Zeit? 40 Euro, Alter. Junge, das ist eine Menge Geld, 40 Euro. Ja, aber hast auch Zeit gespart, weil du kannst nicht spielen. Ach komm, shut the fuck up, bitch. Ja, ich starte schon. Ja, schön für dich. Ich prepare die Shaders. Dann have fun mit deinem Spiel auf 5 FPS mit deiner Krücke. Junge, ich bin so voller Hass, ne, Alter. Man merkt gar nicht, Bruder. Man merkt gar nicht. Lass mich alle in Ruhe, Alter. Warum ist der heute so freundlich? Hey, aber es ist irgendwie komisch. Inzwischen, wenn ich draufgehe auf das Installieren-Ding, dann macht es kurz was und dann bricht's ab. Vielleicht muss ich mal wieder machen. Ich will den Namen der Seite gar nicht sagen, weil ich keine Werbung für so einen Schmutz machen will. Ich hab mich überreden lassen. Eigentlich mache ich es nie. In 99,9% der Fälle mache ich das nie. Ich kaufe direkt bei Steam. Ja, hättest du mal. Ja, Craig wieder. Soll ich einen Steam-Account machen? Craig wieder mit seiner gehackten Nintendo Switch, wo der Pokémon auf eBay verkauft, Alter. Hättest du mal auf mich gehört? Dreckige, der. Oh, Junge, warte ab, Alter. Was heißt das jetzt? Und eigentlich ist das egal. Das heißt wahrscheinlich, dass das... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich brauch Zucker oder so. Man weiß halt nicht, ob wir die gefleckt sind. Kannst du ja auch zum Beispiel keine Kies aus Russland einlösen. Ja, die kannst du dann überhaupt gar nicht einlösen. Das waren 2 Kies. Einmal für den Hypogreif und einmal für das Spiel selber. Und der Preload hat ja auch funktioniert und so. Das liegt einfach an den Servern oder so ein Shit. Mach ich mir jetzt einen neuen Steam-Account und kauf mir das dann nochmal neu? Nein, ich zieh das durch jetzt, Alter. Ich stehe zu meinen Fehlern, ganz einfach. Wenn vielleicht hast du dann ein besseres Haus. Dann, Schotti, komm, halt's Maul. Ehrlich. Halt's Maul. Halt einfach dein Maul. Halt einfach dein Maul, Junge. Ehrlich. Hast immer noch nicht gesungen dafür, dass wir deine Mistkarre auf Instagram gepusht haben. Natürlich. Warte, du wolltest nochmal ein Lied rappen. Jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ich brauche Content, Junge. Unterhalt die Leute, die hier sind, Alter. Los, du singst uns jetzt ein Lied. Achso, wir haben dafür nicht mal einen Duftbaum gekriegt, oder so. Ich starte Steam die ganze Zeit neu. Hast du wenigstens deine Wäsche gemacht mit deiner Karre? Nee. Alle Schlotz. Prappler, vielen lieben Dank für den Resub im 11. Monat und sogar Stufe 3. Mit Yippie. Dankeschön. Und Opikill One, Dankeschön für 5 Gifte Subs, Mann. Und Zuma, danke für den Resub im 27. Kann auch nicht rein. Was eine Wichse. Ganze Shit on fire, Alter. Warum bricht es bei mir immer wieder die Installation ab? Ja, du musst Datei für Datei. Warte mal, Bonfa, wo hast du das Spiel gekauft? Steam, ne? Nee. Wie, nee? Auch bei den Verbrechern? Ja. Ah, Bruder, wir sind gefickt, ja. Ja, Mann, ihr... Schon wieder hier Hacker-Mecker-Account-Dings-Key, Alter.
Nee, nicht bei Instant, bei einer anderen Schmutzseite. Ich hab's nochmal bei der anderen erstes, ne? Instant ist ja noch schlimmer. Wir können aber gleich was Wir haben mir sogar auch, warum könntest. Auch immer, eine E-Mail geschrieben mit, ihr könnt bei uns jetzt Harry Potter kaufen. Ah, komm, du kannst nee. Gleich mit meinem Account mal einloggen, Curtis, und gucken, ob du das dann entpacken kannst. Ah, Bruder, du kommst mir jetzt wieder mit diese Hacker-Cyberpunk-Methoden, Alter. Ey, ist aber eine super Sache, Platte, da mach ich gleich mit. Weißt du was? Platte, lass mal den Bumfer bei dir einloggen und dann guckt der Bumfer, ob der das Spiel runterladen kann, starten kann. Als Weil wenn das funktioniert, dann hat das auf jeden Fall was mit dem Key zu tun. Und dann werde ich die verklagen, Alter. auf Entschädigung, du hast jetzt eine Stunde lang kein Content für den Stream gehabt. Nein, das kann nichts damit zu tun haben. Der hat ja auch den Preload gestartet und so. Ja, er weiß, was die da im Hintergrund alles machen. Aber. Weißt du, warum wollen die von mir hier Einstellungen haben, wo ich schon gar nicht weiß, ob ich die so haben will? Exi, die werben alle mit irgendeiner Scheiße, um Geld zu machen. Das ist ganz normal. Wie cool ist das It's bitte? Me. Sonny, danke schön für den Prime Sale. Ich liebe diesen entspannten Release, der Stress. Ich hasse mein Leben, Alter. Glaubst du, wenn ich meinen PC neu starte? Mach ich gar nicht, hör auf. Ich hab's auch schon gemacht. Hör auf, nachher fliegt dein DVD-Laufwerk raus oder so. Dann kriegst du dir gar nichts mehr, Alter. Dann kommt der Kassettenrekorder wieder zum Einsatz. Dann gucke ich gleich Harry Potter und der Stein der Weisen auf VHS, ich sag's euch. Spiel's mit Tastatur oder Control? Tastatur, Bruder. Gar kein Bock auf Controller. Fühle ich mich wie 50 plus. Wer spielt denn am Computer mit einem Controller, Alter? Controller lässt sich gut spielen. Ach du, als Maul. Genau wie der Elzade, Alter. Flext die ganze Zeit im Fortnite-Chill. Sieg noch Sieg. Er spielt mit Controller, Alter. Ach so. Aimbot auf 500% geschaltet. Motion Blur geht doch wohl aus. Ah, ich hab das ja nicht gefunden. Also ich habe es über Steam gekauft, bei mir ging es automatisch. Das freut mich, Carlo. Carlo, Carla, Junge, Alter. Muss ich wohl gleich Wie fühlst du dich gerade? Bitte? Mir tut das jetzt natürlich leid, dass wir hier zusammen sitzen und darauf warten müssen, dass das funktioniert, ne? Aber ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem unterhalten von dem Salz. Und Wusa, danke schön für den Resub im 6. Und Roach, danke für den Prime Sub am 28. Bin kurz kacken. Asozial, Junge. Und wie ich mich unterhalten fühle. Ich muss. Egal, bekomme trotzdem Drops. Ich starte nochmal Steam neu. Solange wir warten, können wir ja eine neue Twitch-Stimme vorschlagen. Ey, bei Kanye West würde ich das echt in Erwägung ziehen, ich bin ehrlich. Also, was der Typ von sich gibt. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und das rote Gym fahren. Bruder, ich verlasse das Haus nicht, Alter. Also Steam sagt, dass man erst am 10. spielen kann, oder könntest du vorher, das steht auch bei allen da, auch die Deluxe haben. Mit der Deluxe-Edition kannst du heute schon spielen. J.K. Rowling eventuell? Nein, nenne ich auf gar keinen Fall J.K. Rowling, Alter. Wie lange warten wir nur gemeinsam? Ich weiß es nicht, mal gucken. Bei Ratte läuft es, er hat Steam nochmal gestartet. Ging das die ganze Zeit bei dem auch nicht lappen? Also jetzt gerade erst? Hat der auch jetzt die ganze Zeit gewartet? Sehr wichtig, Lappen, dass du mir antwortest. Sehr wichtig. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite. FSA Schwein, danke schön für den Grüße am 34. und Grüße. Und Don Stecht, danke für den Prime am 4. Cooler Name. Und Torbsen, danke für den Prime am 38. Lumus. Lumus Maximus. Maxima. Ja, ging vorhin bei ihm auch nicht. Okay, danke schön, Lappen. Dann liegt das auch nicht am Key. Das liegt hundertprozentig daran, irgendwas mit Steam. Herzinfarkt, Alter.
Bruder. Six DXM 0736 ABK vom YouTuber. Was, Bruder? Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Hab deinen Namen noch nicht gelesen im Chat. Einer wartet nur drauf. Aber, Bruder, vielen, 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 vielen lieben Dank, Mr. ABK, für die 25 Gifted Subs. Ich hoffe, dass die Leute sich auch dafür bedanken, die einen bekommen haben. Dankeschön. Nicht selbstverständlich. Küss dein Herz, Habibi. Soll ich mal fragen gehen, ob er einen Tipp hat? Nee, brauchst du nicht, Lappen. Dankeschön. Lass den Rette mal in Ruhe spielen. Wie cool ist das mich. Bitte? Hallo, Saro. Und Wetterchen, Dankeschön für den Prime 76 mit Kekush Angel. Oh Gott. Ich muss das Steam einmal neu starten, dann komme ich auf Spielen drücken, aber er hat es auch über Steam gekauft. Ich frage mich gerade, ob das bringt, wenn ich mir schnell einen neuen Steam-Account mache und dann über Steam nochmal neu kaufe. Mein Name hat nichts mit dem YouTuber zu tun. Okay. Hätte ja sein können. Aber du hast deinen Namen auf jeden Fall geändert. Du bist schon 9 Monate Sub hier, Bruder. Ich habe deinen Namen noch nie gelesen. Du hast... Lass mich mal gucken. 2018, 2019. Kommt noch Around, kommt noch RP. 2019, sei dir verziehen. Pizza. Tinkepäckchen 21. Und jetzt 23, okay. Du bist anscheinend ein Lurka. Liegt nicht am Key. Dankeschön, Alpha. Vielen lieben Dank. Aber Chat, ich würde das machen. Ich würde das nur für euch machen, ehrlich. Ich will unbedingt spielen. Und ich will unbedingt, dass ihr dabei seid. Und ich weiß, wie ätzend es ist zu warten. Ich bin ja gerade in der Situation. Wenn ich es jetzt auf Steam kaufen würde, könnte ich es am 10.2. spielen. Du musst dir die Deluxe-Edition kaufen, Moss. Grüße, Blue Raspberry. Ich muss noch länger warten. Egal, Lappen. Ich glaube, das lohnt sich aber für das Geschenk. Aber schön, dass ihr euch bedankt. Dankeschön. War nice, war denn Sir Smokelot. Oh Gott, ich muss hochscrollen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Und Lemus Maximus, Dankeschön für den Wiesam 19. 18 Monate in Folge auf dem Besen, Bruder. Ja, Mann. Wir erwarten kein Ding, ey. Voll süß von euch. Das liegt nicht am Key, einfach warten. Oh, Dankeschön, Peter, du mir Hoffnung machst. Ja, ich muss. Das liegt daran, also ich bei mir entpackt jetzt. Na, das liegt wahrscheinlich einfach an dem Account dann oder so. Oh Gott. Ja, aber wenn es doch dann entpackt ist, dann kann er doch jetzt. Ja, und da testen wir jetzt. Der Bumper entpackt dann jetzt und dann wechselt er auf seinen Account und guckt, ob der spielen kann. Und wenn ja, Platte, dann werde ich deinen Steam-Account so auseinandernehmen, Junge, Alter. Dann könnte man ja theoretisch auch gucken, vielleicht haben ja andere auch noch gerade Möglichkeit zu speichern und das zu machen. Weil bei mir, das lädt gerade eine Weile. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich warte, Ich bin jung und ich habe Geduld, nicht. Merkt man. Du weißt doch, wie ungeduldig ich bin. Ja. Wenn du Waffeln machst, dann packe ich schon auf dein Waffeleisen. Weil ich keinen Bock habe zu warten. Hallo, Edel. Ja, wir gucken, Cramp. Mal gucken, der Bomber testet so eine Hacking-Methode. Der ist wieder ganz, ganz tief im Deep Web unterwegs. Du hast dich jetzt von Kanye West zu Kay West umbenannt. Ja, Alter, du bist eine Du bist ja. Ey, dafür gibt's VIP, Alter. Warte. Ich wüsste. Wie lange hat er jetzt VIP, Junge? VIP, let's go. Er hat sich von Kanye West zu Kay West umbenannt, Alter. Der sitzt auch mit Taucherbrille vom Computer, Junge. Schwester Kuscha hat den Namen vorgeschlagen. Ja, Bruder, warum hörst du denn auf meine ältere Schwester, Alter? Die ist mit mir verwandt, Bruder. Die ist mit mir verwandt, Alter. Wie kannst du auf die hören, Junge? Hey, was?
Schwester einfach, Kusch ist die Beste. Ich hätte einfach West genommen. Junge, einfach Chat einfach 1000-mal aktiver und 100-mal lustiger im Teamspeak zu chillen, anstatt RP zu spielen, Junge. Oh Gott, was bin ich für ein schlechter Streamer, Junge. Warum überhaupt Pommes spielen, gell? Warum überhaupt RP einfach ins Teamspeak setzen? Nebenbei Videos gucken, Alter, und dein Buffern oder so ein Shit. Also eine Duftkerze natürlich. Finger weg von den Drogen, Kinder. Eine Macht und Drogen. Das war mein Vorschlag. Du kriegst heute nichts mehr. Aber warum denn K-West, Schwester Kusch? Warum K-West, Alter? Warum nicht einfach K, oder? Das hört sich an wie so eine gefälschte Kippenmarke. Du willst auch eine K-West, oder was? Irgendwie muss ich mir gerade eine Mischung aus K1 und Kanye West vorstellen. Das geht nicht raus. Edel, du bist 35, ne, du bist 40 Jahre alt und schreibst Seid mit T, Alter. Da wird mit D geschrieben, erstens. Und ja, wir sind im Teamspeak. Schwarzmarktkippen ist so, Alter. Mambucho, vielen lieben Dank für den Prime für den 10. Monat. Und Tito, Dankeschön für 100 Bits. Bumfa, schau mal, Discord hat der Alphonse Dauri geschrieben. Also es liegt nicht an den Key. Hab auch bei Kiesel gekauft und er packt jetzt. Hab Steam auch nur gestartet. Northside, du bist der Beste. Ich teste nochmal, Dankeschön. Das wird schon gleich funktionieren. Heute ist, ich sag dir das, heute ist eh Open End, bis ich nicht mehr kann, Alter. Muss ich mal entscheiden. Einmal sagst du, wird heute nichts mehr, dann nächstes Mal sagst du wieder, geht schon. Habt ihr das auch gehört, Chat? Hallo? Hat einer geredet? Ja, dein Schnauze. Paff, Schlammblut, Alter. Schönste Ort der Welt, by the way. Was denn, Schwester Kusch? Die GEP macht doch eh nicht mehr so viel Spaß wie vorher. Doch, Sektor Scooter Server macht Spaß da. Ist halt nur nichts mehr Neues. Das klang ja gar nicht abgelesen. Was? Klang ja gar nicht abgelesen. Hat auf der Handinnenfläche tätowiert. Hat er sich eintätowiert. Ja, jetzt übertreibst du aber, du Muggel. Ach, was willst du? Sagen, sonst bann. Hab bei Steam bei mir den Zeit mal, Joshua, hör auf rein zu trollen, Alter. Super Namensvorschlag, lass ihn nicht sagen. War der eigentlich der Typ, der sich damals 719 tätowieren lassen hat? Hat es schon überstechen lassen oder rockt er das immer noch, Alter? Boah, es gibt mehrere Leute, die ein Emote oder so tätowiert hatten. Oh, das Icon 5 ist ja in Ordnung, aber das 719 war ja wirklich wild tätowiert. Wie hieß denn der? Salty oder so hieß der, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, Bruder. Nein, ich hab keinen Bock. Alpha Zetoll, du bist der Beste. Komm, vergib mal Info jetzt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich ja, nicht. Ja, bei mir entpackt's jetzt. Junge, du hast keine SSD oder was machst doch, du da? Aber oh, ich hab mir einen Drop verdient, hol ihn dir ab, dankeschön. Wow. Junge, ist dein SSD 50 Jahre alt oder was? Ja. Tatsächlich ja. Okay, ich hab die Sonnenbrille freigeschaltet. Cool. Bitte, 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 lass mich doch einfach spielen, Alter. Bumfer, kannst du mal bitte schneller machen? Lall dich! Hallo? Bin ich noch da? Ist alles dunkel geworden? Okay, wir brauchen Spendengold, neuen Monitor für Bumfer. Nachdem die Zähne vom Streamer bezahlt wurden, by the way. Nein, was quatschst du da, Schwester Kusch? Hat doch nur Spaß gemacht, jetzt chill mal. Ruppert-Helden, Dankeschön für den Prime 722. Und MDK, Dankeschön für den Gifted Zap und Alpha Centauri. Ah, oh, der Bumfer ist der Beste. Mir ist so warm gerade. Das ist nicht gut. Ich sitze hier, ich habe super Durst und meine Schwester ist sauer auf mich, Alter. Da ist, wenn ich jetzt frage, ob die mir was angeben kann, Alter. Wo ist Giffy, wenn man braucht? Wenn der fragt, macht sie es bestimmt. Oh, ich habe einen Drop. Ich auch. Welche hol dir doch was, kannst du eh noch nicht spielen. Oh Gott. Komm, gleich klingelt meine Familie und fragt, ob bei mir alles in Ordnung ist. Ey, jetzt werden die Schattierungen wieder vorbereitet, Alter. Was hab ich denn jetzt gemacht, Alter? Was ist denn jetzt passiert?
Warum ist denn das jetzt umgedreht? Junge, das sieht aus wie kyrillisch. Wie drehe ich das wieder um? Mir, Martin. Ach komm, Digga, geht nix hier. Aus dir. Alter, ich kann so gar... in der Pfeife rauchen, Alter. Ich höre das immer noch als VTuber. Hast du heute was getrunken? Nein, Peter Klaus, habe ich nicht. Ich bin sauer. Drei Wasser. Bin mal ganz kurz auf K. Ich mach jetzt einfach meinen Staubsauger an. Dann habe ich wenigstens angenehme Hintergrundmusik. So, der Rage muss eingehen. Ich bin ja gerade fast im Überlegen, was passiert, wenn ich es pausieren würde und jetzt in meinen Account einlogge. Jo, du hast allein das Game viermal runtergeladen. Das ging schneller als zu installieren da bei dir. Ja, tatsächlich. Geht weiter? Hä? Geht weiter, nachdem du mich umgelockt hast, oder? Weiß nicht, so, ich könnte es ausprobieren. Probierst du aus? Ja, dann könnten wir okay, das alle jetzt habe ich Jackie aufgemacht, Junge, jetzt reicht es mir. Dann probieren wir das jetzt aus. Ach, Mann. Du musst aber auf deinen Account wieder switchen, Bomber. Das mache ich ja gerade. Ob das dann bei mir weitergeht, weil das dauert bei mir bestimmt noch 20 Minuten. Hast du früher auf Designated Server? Nein, noch nie. Ja, Erik, das ist doch immer so. Oh, bitte funktionier, Alter. Komm schon. Bumper soll funktionieren. 770 Zuschauer sind ehrlich stark, wir warten ja nur zusammen. Oder wir haben hier schon ganz schlimmere Sachen durchlebt. In diesem Stream. Schreiben die überhaupt was zu dem Problem? Wo hat der Alpha den Text denn hergehabt? Schattenbund, du bist super intelligent, sag mir, was ich machen soll. Genix schreiben die nicht. Es funktioniert tatsächlich, ja. Also wir müssten alle nur kurz bei Platte einloggen. Okay, Platte. Log aus deinem Account aus, bitte. Die Daten, warte. Account wechseln, du musst mir aber nochmal die Daten nehmen. Ja. Ich weiß, dass wir noch verbunden sind. Ey, wenn das jetzt funktioniert, ne Junge, dann poste ich sofort auf Twitter und hol mir die Likes. Reddit Post, Alter, du wirst im Star. Wenn das jetzt funktioniert, Passwort. Junge. Oh, ich hab das einfach mal in Discord bei Mods reingeschrieben. Vielleicht nicht so. Irre, Junge! Sag mal. Oh, was? Ja, ich hab's ja gerade schon wieder rausgelöscht. Alles gut. Ja, du weißt schon, dass es so eine Applikation gibt, ne? Ja, ich ändere das Passwort sowieso jede Woche. Oh, okay. Alles gut. Naja, da sind ja eh nur vertrauenswürdige Leute drin. In meinem Mod-Channel. Da bin ich drin. Platte, ich bin richtig am Wippen. Bitte, komm schon. Ich hab die Daten schon geschickt. Wo? Ja, in Discord. Oh, zum Glück brauche ich keinen Code, weil ich deinen Account schon mal benutzt hab. Junge, was ist denn das für ein Passwort, Alter? Kannst du dir so... du musst bestätigen einmal auf Mobile-App. Ich habe Passwort-Manager, ich merke mir sowas nicht. Der feine Herr. Oder soll ich Code eingeben? Nee, ich hab schon. Glück okay, hast du. Oh Gott, ich bin im ganzen Körper am Zittern. Ich fühle mich wie beim ersten Kuss mit Mila. Huh, Bebe! Junge, ich finde hier nicht mehr Harry Potter in der Liste. Ah, ne, hier. Der hat auch 800 Spiele. Oh, der lädt irgendwas runter. Ja, der macht irgendwas. Vielleicht gut. Warte mal, der lädt da runter. Das dauert nur kurz. Oder der... Ich habe 1 Gigabyte von 75. Der überprüft nur deinen Spielstand. Ach so. Ah, ne, wird entpackt, steht da. Okay, funktioniert. Mila, du brauchst die Daten gleich auch. Warum klatscht Jenny? Yeah. Ich weiß nicht, warum ich dir in die Hände klatsche. Ich hab so Bock zu klatschen, Alter. Moment, noch nicht Let's Go. Der entpackt gerade das Spiel. Ich tut mir leid, aber... Erstmal ein Krombacher. Erstmal Fax, Alter. Wie ein Bauer, Alter. Hallo, da kommt Schaum hoch.
Bei der Cola Zero, die ich trinke? Ja. Yeah, guys! Hallo, Dimba Knutsch. Hallo. Hi, Dimba. Hello. Dimba? Ja? Ich weiß, du spielst auch. Bitte halt die Fresse und Spoiler nix. Ich spiel gerade. Ja, nix Spoiler, nix. Nicht mal mit die Wiese. Hey, kannst du bitte dich verpissen, Alter, du 12-jähriges Kind? Okay. 2023, Alter, und er hat ein Ding Soundboard entdeckt. Oh, der ist wirklich abgehauen. Kein Nerv heute für die. Ich habe aber mir das Fenster aufgemacht, damit die negativen Energien hier wieder rausfließen. Mila, schreib mich bei Discord schon mal an, damit ich dir solche Sachen schicken kann. Ich finde dich in der Liste nicht. Ja, mach ich euch. Ich habe gerade nur ein Problem. Ich weiß mein Steam-Account-Passwort nicht. Aber ich hab die App auf dem Handy, Junge, das weiß ich. Lass mich in Ruhe, Alter. Ihr wisst, wie ich mein Leben bestreite, ne? Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola. Warte, kannst du die Idee nächstes Mal bitte irgendwie so 5 Minuten nach Release haben, wenn es nicht funktioniert? Das war Bombfass Idee, glaube ich. Ja, das ist mein Ernst, glaub mir. Kannst du mal was schreiben? Ich sitze hier und ich streame für euch und dann kommen vielleicht irgendwelche Donations oder so rein. Ach da, Platinum. Wenn ich sage, yo, ich will mir das GoXLR oder so kaufen und ich brauche 5 Wochen, bis ich das kaufe, Alter. Mich kannst du in eine Pfeife rauchen, Junge. Du kannst mich so in eine Tonne. Ja, du kannst mir in eine Tonne treten. Ich weiß Guinix, Alter. Wie lange braucht der mal wieder im Parken? Fünf Minuten braucht er. Ne, gar nicht. Wir sind bei 30 GB von 75, da dauert ein bisschen. Kurz. Bombfer konnte auch umloggen, ne? Nachdem ja. Er mit drin war. Ja. Kannst im Prinzip dann schon umloggen, dann kann der nächste direkt dran. Wie, ich kann umloggen und dann packt er weiter? Ja. Ne, warum sicher? Das macht er bei mir doch gerade. Bombfer, schwör auf. Bruder, wenn ich das jetzt mache und das geht weg, ne? Bei mir funktioniert's. Ich schwör auf Alkohol. Ich schwör. Okay, ich mach's. Bist du schon Bombfer? Weißt du was? Ich vertraue dir. Ich folge dir. Kein Problem. Account wechseln. Abmelden. Was war das denn, Alter? Bruder, was war das? Das war irgendwie ein Geräusch. Das war mein Stuhl. Nein. Mein Fenster zugemacht. Das war doch nicht dein Jungheitsmodus. Das war mein Stuhl. Oh Gott, Alter. Der ganze Chat hat den Sound gehört. Bombfer sagt, das war mein Stuhl. Weißt du, was das für ein Sound war, Junge? Was? Ich vergesse es, Bombfer. Alter, so ein widerliches Klingel. Ich hab den auch nur auf meinem Computer gehört. Ach so. Dann hast du. Warte, schaut mal, wir testen gerade. Log mich in Steam ein, Alter. Ah, super, jetzt fängt der von neu an. Ne, 41 GB von... Also, Schattenbund. Ich habe mich bei einem anderen Steam-Account eingeloggt, damit der überhaupt anfängt zu patchen. Und jetzt bin ich auf meinem Steam-Account wieder und er patcht weiter. Also er empackt das Spiel gerade und so. Es scheint zu funktionieren. Kann sich damit einloggen, Mila. Wir testen jetzt gleich. Ja. Borat, vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps, Mann. Und Flora Trend, Dankeschön für den Prime Sub im 4. Und aber Santas, Dankeschön für den Prime Sub im 8. Warum auf Steam warten? Ja. Mach Wasserkocher an. Ich hab die schönsten Leute in meinem Chat. Immer wieder die schlauesten vor allem. Gibt noch andere Lösungen. Was denn, Schuh? Schreib ruhig rein. Wir sind echt schon seit, oh Gott, über eine Stunde live. Das tut mir voll leid, ja. Die Frage ist jetzt, ob das Spiel gleich startet. Für alle, die das Problem haben, dass das Spiel noch nicht freigeschaltet ist, geht in folgenden Ordner: Programme, Steam, Steam Apps, Depot, Krache und da alle Dateien löschen. Steam vorher schließen, dann das durchführen, das Steam startet, Downloads gehen und dann auf den Download. Warte, ich schicke das mal hier im Teamspeak rein. Hat sonst noch irgendeine Probleme, der kann das ja mal eben testen.
Also ich dachte, was der Baumfall gemacht hat, das Spiel dann weg war? Nee, wir haben heute anders gelöscht. Okay. Mila, möchtest du geil, heute ja, aber ich dachte, ich kann irgendwie das Dings nicht kopieren. Was ist das so eigentlich? Was? Und hat sie nicht alle Hallo? Habe ich, aber das geht irgendwie nicht. Ist Bomfer denn, Bomfer, bist du schon in-game auch, richtig? Nein, bei mir entpackt es noch. Also es dauert bei mir halt eine Weile, das hat ja bei Dingen so ja, auch Junge, 20, 30 Minuten gedauert. Jetzt dauert das voll lange, Alter. Ja, entpacken dauert manchmal echt lang. Ja, wie? Meine SSD kostet 50.000 Euro, Alter. Ja, es liegt aber nicht an der SSD, es liegt einfach an Steam. Ja, liegt wieder an der Cloud, ne, wie Rakim sagen würde. Geht nicht. Okay, Basti hat getestet, Alter. Funktioniert nicht. Blackstar, das löscht einfach den Reload. Warte mal, warum? Oh Gott, mein Internet bricht ein. Nein, bitte nicht. Das ist doch nur Download, Junge. Bitte überlebe. Modem, du musst leben. Oh, ich hoffe, nein. Du vertippst dich jetzt nicht wieder, ne? Ich glaube, ich habe mich vertippt. Oh nein. Warum kannst du das denn nicht rauskommen? Nein. Beim jetzt Ostblock hat das funktioniert. Nein! Meine ganze Leitung stürzt ein gerade. Müsste jetzt drin sein. Was lädt? Aber warum? Das hat doch nichts mit dem Upload zu tun. Hilfe! Oh, jetzt hat wieder gefangen. Okay. Jetzt kann ich einfach wieder ausloggen, ne? Ja. Dann ist jetzt Kuban. Hallo Chat. Hilfe. Aber warum bricht OBS ein? Ich verstehe nicht. Das hat doch nichts mit dem Upload zu tun. Das bestätigen, Platte? Ich hab noch keine bei jetzt, Candy. Okay, Schuh, dankeschön. Ich guck mal eben, was ich an Upload hier gerade hab. Hä, hey, bei mir macht das nicht weiter. Hast du vielleicht zu schnell ausgeloggt, dann log dich gleich, dann schick ich dir gleich die Daten nochmal. Scheiße, ich sende irgendwas mit 18 MB die Sekunde. Oder meine CPU. Dann warte einen Moment, bis du dich ausloggst. Meine CPU, die läuft auch gerade auf 16%. Oh boy, jojo. Nee, der lädt echt mit 15, 19 MB irgendwas hoch. Ja, müssen wir jetzt durchchatten, müssen wir durch, tut mir leid. Schwester Kusch wieder am Thermomix-Rezept am Downloaden, Alter. Los, guten Morgen, hallo. Ah doch, jetzt macht alles gut, brauche ich doch nicht. Dir Quisleys. Halt's Maul. Weasleys heißt das, Junge. Quisleys, Alter. Weasleys, Junge. Warte, ich geh wieder raus, ne? Jo. Und wie heißt das andere eigentlich? Was? Da kannst du mal den Bass aus deinem Mikrofon rausnehmen, Junge? Du klingst schrecklich. Hä? Das liegt an der Socke da drüber, schau mal. Ja. Wenn man, Craig seine wenn man ein Wort verstehen würde von dir, was du da von dir gibst. Außerdem gibt es nur einen Weasley und das ist Jurislav Weasley, Alter. Oh Gott. Mein ganzer OBS kackt ab. Lohnt sich die Deluxe Edition? Was ist denn da dran noch so besonders? Köps, nein, die Klappe. Du bist so doof, Junge. Edel, hier sind alle super gereizt. Du kannst vergessen, hier Antworten zu bekommen. Keine Ahnung, ich hab das Spiel nicht. Warum seid ihr gereizt? Das bleibt immer ganz cool. Ja, ich entpack gerade auch. Ich verstehe nur nicht, warum der so lange dafür braucht. Bei mir braucht das aber auch lange. Ja, das ist ja scheiß Encryption-Decryption-Gedöns da bei Steam, der war schon immer scheiße. Halt die Klappe, wo wir Ringy Rocker LP gucken. War schon lange gedauert. Bruder Tim, wenn du meinst, dass ich dir meinen Steam-Account gebe, hast du aber ganz, ganz gefeilte Einstellung von dir, Alter. Ich
Alle schreiben Platanio, gib mal deinen Steam-Account. Hallo Dieter. Kurz lagern sie. Was? Gib doch mal deine Steam-Daten so an ein paar hundert Leute bei der Platte, sei mal nicht so. So, dann lass mal das Abenteuer beginnen jetzt. Ja, Cyrox, das haben wir vorhin schon, glaube ich, eine Stunde lang probiert. Das hat leider nicht funktioniert. Wenn du zum Beispiel einen 1 GB runterlädst, brauchst du gleichzeitig fast, ja. Der Stream bricht ja nur ab und zu mal ein bisschen ein, wie jetzt zum Beispiel. Da müssen wir jetzt durch. Wir müssen da jetzt durch. Wenn sich der scheiß Aufwand, den ich hier gerade mache, nicht lohnt, ne? Ey, ehrlich, ich gehe einfach ins Bett. Gehst du eh nicht. Lass mich in Ruhe, bitte, Alter. Lass mich einfach in Ruhe. Es funktioniert. Heute 24er. Oh mein Gott, jetzt darf man ja nicht mehr in die Freundesliste gucken. Da steht einfach, was sie machen in-game. Wie? Naja, welche Missionen zu die machen. Ja, da steht einfach bei Denver, steht, was der macht. Was soll das? Warum sagst du, dass das da steht? Okay, bei den Leuten scheint das jetzt gerade zu funktionieren, alles. Aber das Entpacken dauert halt übel lange. 10 Minuten noch. Ich finde es super. Was findest du super? Heute, dass mal wieder so viele da sind. Oder das wir sind jeden Tag hier. Du bist nie da, Alter. Ja, das stimmt nicht. Ich bin fast jeden Tag da. Bist du sub bei mir? Jo. Okay. Ja, ich bin so was im Chat. Das soll ich dir mal ultimative Sub-Hate zählen. Boah, gutes Lied, Alter. Stunden fürs Entpacken hätte doch auf den normalen Release warten sollen. Ach, der Tony. Ach, der Tony. Tony. Ich muss einmal kurz die Augen zumachen und einfach mal mich entspannen. Ich merke da nämlich so im Brustbereich eine gewisse Wärme, Alter. Das muss... Einfach in der Wanne pissen. Halt's Maul, Junge, ich versuche mich zu konzentrieren, Alter. Oh Gott, jetzt wird mir schwindelig, Alter. Da atmet man einmal vernünftig, Junge, dann wird einem direkt schwindelig. Was machen da eigentlich so die Rapper mit dem Luftballon? Ist da irgendwas drin? Oh, halt's Maul, Edel, halt dein Maul, bitte. Jetzt interessiert mich was ja. Was für Rapper du... mit dem Luftballon? Jetzt schon voll viele, zum Beispiel der Capital Bra ist mit so einem Luftballon rumgerannt und hat da dauernd dran gezogen. Ich hab keine Ahnung. Was ist Ahnung. Da drin? Sind das Trucks? Was hat der gemacht, Junge? Der hat da dran gezogen? Der hat so einen Luftballon. Du meinst, der hat den geraucht quasi? Oder so dran gezogen, so mit dem Finger? Ja, genau, das Zeug da reingesetzt. Ja, da ist Lachgas oder so ein Shit drin, Junge. Kennst du die ganze Zeit? Okay, ich hab schon gedacht, das ist jetzt so eine neue Mode, Alter. Du musst mal fragen. Schon so lange. Gucci-Luftballon, Alter. Hey, mach das dann so nicht? Boah. Hey, Distanz? Hey, Shorty, komm, ey. Willst du das Thema ja, wechseln? Ey. Kleiner Rick. Kleiner Wichser sein. Sorry, weißt du, wie gerne ich eigentlich dem Chat die Frage von gestern stellen würde? Aber ich glaube, ja, ich bin ein bisschen zu weit. Ja! Aber eigentlich geht's. Sie hat den Hebel umgelegt, ja. Ich hoffe. Ich hoffe, dass wir jetzt nur nicht reingeschissen haben mit unserer Account-Switch-Methode. Wenn der mir gleich sagt, fehlerhafte Dateien oder so, ne, Bruder. Ehrlich. Seht ihr, und das hat den Vorteil, wenn man nur RP spielt eigentlich. Man hat nie Stress. Ehrlich. Außer mit GTA-Einstellungen. Man geht einfach in das Spiel rein. GTA-Updates. Man stellt sich in den Kreis und macht einen auf 3D-Teamspeak und dann lübt das. Jo. Jetzt impackt es auch bei mir. Gut, freut mich für euch auch. Und der Dr. D, Dankeschön für den Prime-Server im Dritten. Und Locktee, danke schön für den Bus am 15. Hast du die Bücher gelesen eigentlich? Redest du mit mir, Edel? Mit Lese? Ja, aber ich Lass wollte mich dich in fragen, Ruhe, ob bitte. Die Bücher gelesen Lass mich in Ruhe.
Oder Hörbuch noch. Edel, was ist eigentlich aus deiner Glasbläserei geworden? Junge, alles halt gut. Du halt auch da mal. Der kommt jeden Tag hier mit was Neuem, Alter. Erst wollte er eine Krabbenfarm aufmachen, dann wollte er ein Fitnessstudio aufmachen. Dann will der Glasbläser das werden, Alter. Nicht. Das stimmt nicht. Nee, du, ich sollte auch meine Scheune bauen. Ich höre, dass ich lüge, dass ich gerade gelogen habe. Ja, aber eine Krabbenfarm, Alter. Ich habe mir eine Krabbe geguckt. Weiß ich, was für eine Farm du machen wolltest, Alter. Automatische Eisenfarm aus Minecraft wollte der in Real Life umsetzen. Das war nicht so lustig, Amanakoyo. Soll ich euch Amanakoyo? Soll ich was? Ich zeig dem Chat jetzt was. Warte mal. Weil die Leute denken immer, ich bin am Haten oder sonst irgendwas. Was? Was ja, will ich jetzt zeigen? Ich mach mal keinen Fehler. Oh ja, doch, jetzt wirst du sehen. Jetzt wirst du sehen, Insel. Ach, Insel, sag ich schon. Ich kann nicht mal mehr reden, Junge. Edel, Alter. Dann verstehen die Leute wenigstens diesen Hate. Warum ich so bin. Wenn du kommst hier rein und versuchst uns zu verarschen die ganze Zeit. Jetzt wäre ein WhatsApp-Chat von euch geleakt. Nee. Viel, viel schlimmer. Der Edel kommt nämlich ins Teamspeak und dann sagt er, ey, er beschwert sich, Edel beschwert sich. Lass doch mal wieder was zusammen zocken. Ihr zockt alle was Unterschiedliches. Ja, Edel, wir spielen Minecraft. Und dann der Edel das hier. Das ist Edel, Chat. Das lasse ich jetzt da. Das ist Edel. Will das auch sehen. Muss bei mir im Stream gucken. Vorher kommt er und beschwert sich. Er beschwert sich vorher, wir zocken nichts mehr zusammen. Und danach quittet er den Teamspeak, ja? Und dann meldet er sich wieder 3 Wochen nicht. Da war magst du da davon ein Screenshot? Also was ist los? Herzlich willkommen in der Welt von Edel. Edel 65. Wie kann man so sein? Kompfer seine Lache. Das ist das gleiche wie bei DayZ, wo wir DayZ gespielt haben und der uns 6 Stunden lang gesucht hat. Und dann hat er uns nach 6 Stunden gefunden und hat auf einmal Alkohol gesoffen, IC. Womit ja, du Wunden desinfizierst. Er steht vor uns nach 6 Stunden und trinkt so Alkoholtinktur. Und stirbt im Spiel. Nein, das hast du mir eingeflößt. Ja, danach habe ich dir alles gegeben, weil ich in der Tasche hatte, Junge. Alter, ich schwitze. Ich glaube, ich muss gleich duschen gehen, bevor ich zocken kann. Nein, hast du ja noch dafür jetzt. Ich frage mich gerade, wie du in den Screenshot kommst. Du hast ja gar nicht mitgespielt. Ich sehe alles, was du tust, Junge. Ich beobachte dich. Das ist eine Studie, die ich über dich führe. Boah, geil, ey. Mach mir ein bisschen ein Ding, Alter. Du bist in der Stadt mit deiner Frau und Edel quatscht deine Perle an. Was tust du, Alter? Kapitulieren. Das Einzige, was ich denke, ich weiß ja, wie Edel aussieht, Alter, mit seinem Vogelnest. Alter, was? Edel, du bist der Beste. Ich bin froh, dass der Green dich damals angeschleppt hat. Mit den Worten, ey, ich hab da noch so einen Kumpel, der ist zwar übelst schlecht in Videogames, aber der will trotzdem gerne mit uns spielen. Und Rakim und ich haben gesagt, ach komm, bring den ran, Alter. Und seitdem ist Edel bei uns. Aufgenommen, ja. Haben wir den aufgenommen. Wie eine Zischte, ich muss gehen. Ja. Ab und zu versucht er uns bei WhatsApp gefälschte Designerklamotten zu verkaufen. Aber ansonsten ist Edel ein super Freund, Alter. Ansonsten ist der, also auf den kannst du dich immer verlassen. Welchen Pullover datet ihr von der Kafe von den 2? Schalpest du lachst, das, du ist weißt, kein, das ist kein Witz, kommt, Alter. Edel ist ein Businessman. Der macht Import-Export. Der macht Import-Export, Alter. Aber das Geilste finde ich, Edel, deine Sprache. Der dreht dir auf dem Gucci-Gürtel an, der mit K geschrieben ist und sagt, das ist eine neue Collection. Ehrlich. Okay. Joshua, hör auf zu trollen, du. Okay, bei mir steht noch 2 Minuten.
Dann ist ja sehr gut. Mir war es jetzt fertig und da steht Anwendung nicht veröffentlicht. Halt's Maul! Nein, Bomber, nein! Oh nein, bitte nicht rauf mein Herz, Alter. Mach gerade nicht mit mir. Ich kapituliere. Ich gebe auf, ich gehe jetzt irgendwie, keine Ahnung. Kann ich schwimmen, Bomber. Verarscht die Leute jetzt. Ist das mein voller Ernst? Oh, Bomber, halt's Maul, bitte. Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola. Boah, warum ist denn das so groß, hey? Hoi, hoi, hoi. Ich bin fast seit 2 Stunden live, wir haben noch nicht 1 Minute gespielt. Ich muss den Steam einfach neu starten. Ja, jetzt habe ich es neu gestartet und jetzt entpackt es nochmal. Halt's Maul. Aber diesmal schneller. Ja, dann überprüft er das, glaube ich, gerade einfach. Gibt's bei dir auch Drop? Ja, ja. Edle, gibt es. Guck mal, geil. Wenn du auf meinem Stream gehst, dann siehst du das riesengroß über den Dings, Alter. Und falls du das nicht sehen solltest, ne? Dann drück einmal in deinen Browser rein, halt STRG und mach das Mausrad, ne? Das Mausrad in der Mitte von den 2 Dingern. Machst du nach vorne. Ja. Dann kommt so ein Modus für Leute wie dich. Dann wird der ganze Bildschirm größer. Mach das mal, mach das mal. Das ist ganz groß. Ja, genau. Dann kannst du dann vielleicht lesen. Jetzt habe ich nur noch das Suchfeld-Ding. Ich gehe jetzt nach Hause. Ach, scheiße, ich bin zu Hause. Nicht so viel Kühlschrank, bis später. Bitte, lieber Gott, lass es funktionieren jetzt gleich. Gott. Und Evo, Dankeschön für den Prime Sub im 44. Und hallo. Und Sergeant Obi, Dankeschön für den Resub im 19. Ich kündige 90. Hier gleich. Nein, Oma, du liebst uns. Ich weiß es. Ich weiß, dass du uns liebst, Oma. Das steht im Vertrag, denn die darf das gar nicht. Ich hab schon Drop and Track and Eye Spectaculous. Ja. Beide. Ich muss gerade wieder an Memos Wingardium Leviosa denken. Anwendung? Was macht der jetzt, Junge? Achso, das ist Wallpaper Engine. Gott. Bruder, Anwendung nicht veröffentlicht. Der will mich doch ganz flachsen. Ganz ruhig. Start jetzt nochmal neu, dann sollte es gehen. Hey. Trinkt ihr noch einen schönen Jackie? Mach auf entspannt. Mann, ich trinke doch keinen Jackie, jetzt bist du verrückt. Hast du das dir vorhin gesagt? Ja, das war ein Witz, Mann. Er ist doch kein Alkoholiker. Ein Glas hinter mir hätte ich schon in den Monitor reingebockt. Ich hab hier einen schönen Kübel. Bitte, ich will doch nur spielen, Alter. Warum Bringst immer so ein Heck? Halt's Maul, Edel! Ja, okay. Nein, ich steigere dich nicht rein. Ich mach doch nur Spaß. Okay, der macht irgendwas. Jetzt macht er das schon wieder. Jetzt sagt nicht, der Impact hat schon wieder, Alter. 17 Minuten steht da. Da steht 17 Minuten. Ist okay. Du gleichmäßig weh. Oh, mein Gott, ein Schlüppeldog. Hallo, wir haben hier MMO, GA und Instant Keys und konnten eben anfangen zu entpacken. Sollte bei euch gleich wohl auch gehen. Wilde Uschi, du bist die Beste, Alter. Dankeschön. Wilde Uschi, du bist das Beste. Vielen lieben Dank. Ich küsse dein Herz. Und Güffi, danke für den Prime Sub im 41. Leih mal 5er. Nein, geh weg. Weißt du, der Sub mit Prime rein und kommt dann so. Und Raven, danke schön für den Prime Sub im 30. Der entpackt schon wieder, Alter. Vielleicht war da noch ein Patch dabei. Ja, genau. 17 Minuten dauert das. Geht das denn jetzt bei dir, Bomber? Hä? Geht das bei dir jetzt? Bei mir steht auch 17 Minuten. Aber ich mach's ja es schon wieder. Es hat einfach nichts gebracht, was wir gemacht haben. Nichts, null, niente. Wir hatten aber wenigstens die Hoffnung. Wir haben Zeit gestreckt. Ja, machst du jetzt einen auf Bushido oder was? Die Hoffnung stirbt nicht? Zuletzt. Nee. Die Hoffnung hat uns am Leben gehalten. Ziehst du auch bald nach Dubai? Ja, aber nur wenn Kay West mitkommt. Juhu, und der zweite Drop. Noch nicht 1 Minute gespielt. Das ist sauer. Güffi hat selber gesubbt, bitte notieren. Oma, markier den Güffi mal als verdächtiger Benutzer, bitte. Lass ihn mal Crossbun. Wenn ich mit dem Handy zugucke, kriege ich dann auch die Drops? Weiß ich nicht. Kann der Chat das beantworten? Was war die Frage? Wenn ich mit dem Handy zuschaue, iOS, kann ich dann auch die Drops habe. Weiß ich nicht. Ich denke schon, ja.
Chat sagt ja. Hey, West sagt ja, der hat immer recht. Aber wenn ich jetzt Computer und Handy anmache, kriege ich nicht doppelt, oder? Das ist nicht Moist. Wenn du zwei unterschiedliche Accounts hast, Twitch-Accounts, dann ja. Der macht das extra, der Edel. Der macht das extra. Der will uns ärgern. Der ist so. Der ist von Natur aus böse. Er hat schon Grund gehabt, warum der damals 3 Liter Wein in seine Nudeln gekippt hat. Nee, ich habe gutes Herz. Nix, Edel, tut mir leid. Der macht das extra, Alter. Ihr denkt, Edel wäre dumm, aber der ist gar nicht dumm. Der kommt immer ins Teamspeak und ärgert und provoziert. Jawohl, ihr Lord. Der will die Cack-Ws farmen. So, dann guckt er den Chat. Und dann denkt er sich, guck mal, alle lachen über meine Sachen. Ja, ich bin der Beste. Über dann kräuselt er immer seine Bauchhaare. Seine Orangen. Ey, ruhig jetzt. So, verstehe ich keinen Spaß, sagt er. Jetzt lang jetzt, gell? Ist gleich ja ein zu viel. Nein, nicht 3 Liter, der hat gegenüber bei sich eine halbe Flasche Wein da reingekippt. Edel Kochstream war legendär, Alter. Edel, wollten wir nicht mal zusammen Grillstream machen? Können wir machen. Bei mir startet. Ich musste nicht nochmal runterladen. Bei mir startet's. 4 Minuten noch. Ich habe meinen Brief bekommen. Ich fühle in meinem Körper und in meiner Seele nichts anderes als puren Hass. Ich muss Stream ankommen. Aber bleibt hier. Die haben alle ab, Mann. Die Hunde. Einfach gleich. Ich komm gleich ins Online, Alter. Nein. Spaß. Schattierungen werden vorbereitet. Ja, das dauert eh erst mal. Das dauert dann auch wieder eine halbe Stunde. Oh, das wird ein sehr langer Abend heute. Ja. Drei Minuten noch. Mach hier auf euch, Shit. Alles auf euch, weil ihr böse seid heute. Ich glaube, ich höre auf mit RP, ne? Also der Chat gefällt mir deutlich besser, wenn ich das nicht spiele. Ich habe schon immer gesagt, du solltest Reaction-Streamer werden. Ich sollte was anderes spielen. Müssen wir, wie ist das dann? Können wir alle zusammen spielen? Ja, das ist RP. Wir joinen gleich alle den gleichen Server. Der Server Snigglesnook. Und dann rennen wir da zusammen rum. Jetzt sag mal ehrlich. Ja, ist der RP-Server. Das ist ein MMORPG. Der Da Vinci ist auch schon da. Der hat sich schon ein Auto gezaubert, mit dem der Leute überfahren kann, IC. Ja, vom Onkel aus Dubai. Ja. Snigglesnook kann ich nicht mitspielen. Der ärgert mich da die ganze Zeit. Ist das Bomfer? Ja, das ist Bomfer, Schwester Kusch, der ist das. Aber ich ärgere doch keine White dich. Nee, White ist den Namen. Hey, West, gut. Okay, West. Das ist direkt VIP. Jetzt fehlt nur noch Marlboro East. Hallo, Marcel. Hey, Kubo, bist du auch mal wieder da? Nimm mal Crashbang mal Eule, dankeschön für den Prime Sub am 15. Oh, diese Musik, ey. Puh. Hallo, wir haben gesagt, wir spoilern nicht. Ja, du lachst jetzt, warte mal ab gleich. Warte mal ab gleich, wenn ich Dobby seine Socken finde oder so. Die hau ich dir dann ins Gesicht, weil ich die schon viel früher habe. Nee. Musste das jetzt sein? Mich interessiert nur eine Sache. Wie komme ich Avada Kedavra Kodova? Und was passiert, wenn ich irgendwelche Schüler wegfetze? Geht das? Kann man nicht. Du kannst die nicht umbringen? Ich glaube nicht. Ich habe mein Gameplay so ein bisschen gesehen und der hat gesagt, konnte man das? Du sollst nicht spoilern. Nein, konnte man nicht. Dann frag nicht. Das war eine rhetorische Frage. Ach ja, komm. Komm. Das war ein Pass. Hey, komm. Findest du so ein Bonbon, wo nach Popi schmeckt? Ich hoffe, bei dir dauert es noch länger mit dem Laden. Das war als Ehrenlos. Ja, dann kommst du dir und boxst in den Monitor und dann siehst du gar nichts mehr. Ach komm. Bonbon ist das nächste Dorffest bei dir.
Keine Ahnung. Der hat eh Hausverbot. Dobby stirbt. Muss da mal helfen, aber ich darf nicht mehr Bier austeilen. Dobby stirbt. Ja, Dobby stirbt. Ich schon mal Fasching. War schon. Hast du gerade neu gestartet, Mila, nachdem du das da gemacht hast? Ja. Und Schwester Kusch, Dankeschön für den Gift also, von Care West. Ich hatte nichts mehr geladen. Dann war da aber kein Spielenknopf. Und dann habe ich neu gestartet. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich halt laden nochmal wahrscheinlich. Wie ihr auch. Aber nö. Der Knopf war da, er war grün. Ich habe drauf geklickt. Es hat gestartet. Das ist so schön. Oh mein Gott, Iron Man stirbt. Junge, mach nur Ruhe, Lappen. 7 Sekunden noch, immer mit der Ruhe. Wir beruhigen uns jetzt erstmal hier. Einmal ein bisschen Herbert Grönemeyer. Ich kann auf Spielen drücken. Es ist gleich fertig mit der Schattierung. Der will irgendwie ein Framework installieren, weil ich schon 17 Mal installiert habe wegen anderer Spiele. Komm schon, Baby. Hoffentlich finden wir uns gleich. Ja. Ach, zum Glück bin ich gleich full mute und muss mir den Scheiß nicht mehr anhören. Ich bin auch ein Game. Oh Gott, irgendwas startet hier. Ruhe, 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 Ruhe. Warum habe ich Nvidia-Overlay an? Ich bin nervös. Hier. Psch, 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 ich will das hören, ich will das hören. Ich mute mich. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Lauter, lauter, lauter. Psst, alle ruhig, Schild, alle ruhig. Psch. Halt's Maul! So klar, Alter. Ihr seid so am Ärgern, Alter. Ich genieße das gerade. Ne? Ich habe gerade die Augen zu. Stell mir vor, wie ich mit dem Besen zwischen meinen... Menüvorleser. Oh, was? Aus. Was? Drücke zum Anschalten Leerzeichen. Wie? Was willst du von mir? Spiel redet mit mir. Spiel ist mein Freund. Freunde. Arbeit, Arbeit, Jojo. Fortfahren. Hab ich durchgelesen. Fortfahren. Morgen kommt die Waschmaschine. Go stupid. Oh. Go crazy. I don't know it. Ja. Überspringen. Scheiß drauf. Thank you.
fortfahren. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie in der Hogwarts-Schule für Hexerei im Zauberer 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für sehr gute Menschen auf ihrer Reise zum Schluss begleiten. Musik ist ein bisschen laut. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftmäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat die Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleza Fick, schön merken, für den nächsten EP-Charakter, Eleza Fick, ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor sie von London zum Schloss begleitet. Wo sie um Fessel unter der Einfluss verteilen werden. Freundlichen Grüßen, Jurislav Weasley. Stellvertretende Schulleiterin. Schnauze, Swiss. Ich mach das Spiel nur so, wie ich das will. Oh Gott! Ich muss einmal kurz leiser machen. Musik nervt ein bisschen. Ja, cool. Okay, das dauert jetzt auch nochmal 3 Stunden. Oh, Bro, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall. Frisur. Sieht aus wie ein Hipster, Alter. Wo ist der Jutebeutel? Boah, das dauert lange schon jetzt. Bild etwas verschwommen? Das kann sein, weil da drunter skaliert wird halt, ne? Frau, Mann. Oder sagen wir eher Gender 1 und Gender 2? Venom, wenn du noch einmal Backseat Gaming machst, bann ich dich, okay? Lass mich das Spiel spielen, bitte. Bitte nicht spoilern oder sonst irgendwas. Ich nehm den, der sieht cool aus. Mach mal Gandalf, Alter. Junge, die Frisur ist ja richtig cool. Einfach Popsmoke. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Ach, hier ist Haarfarbe. Schön. Mach mal so einen Streberschüler. Ah, wir sind ja böse, ne? Wir müssen ja böse aussehen. Kann man nicht rausscrollen. Das geht leider, glaube ich, nicht. Müsste ja ein bisschen böse aussehen. Oh, das ist die Frisur von Grindelwald. Das fantastische Tierwesen. Die nehmen wir auch. Der ist halt ein bisschen älter schon. Der hat viel Stress im Leben gehabt. Deshalb hat der graue Haare. Potterbrille. Was ist das? Ach, Gesichts... Ah. Hautfarbe. Finde ich das Standardgesicht ganz cool. Narben. Also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das im Stream für euch aussieht. Ich hoffe, das ist okay. Aber auf 2K, oh Gott, das sieht... Also, der Charakter an sich sieht super cool aus, so dieses... Boah. Ich nehme das hier, das sieht super gefährlich aus. Gesichtsfarbe? Achso, Bräune halt, ne?
Augenfarbe. Gibt's hier Echo Fresh? Ah, hier. Hier ist Echo Fresh. Aber wollen wir nicht. Gibt es eine Hintergrundgeschichte zu der Narbe? Oh, können wir uns aussuchen? Ich würde sagen, hat was mit Waffelteig und einem Toaster zu tun. Daher kommt die Narbe. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Hat Asta, Alter? Das war gar nicht schlecht. Asta? Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ja? Von mir aus kann's losgehen. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Nee. Wunderbar. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der... Das war gar nicht schlecht. Oh, du kannst sogar die Stimme drücken wie eine Pommes, Alter. Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Also Charakter passt, finde ich. Wir brauchen einen Namen. Higgins ist auf jeden Fall der Nachname, weil so habe ich mich in der Harry Potter Pommes genannt in Garry's Mod. Higgins. Jürgen Higgins, Alter. Die Stimme klingt komisch. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Matteo? Herbert? Peanut? Aber Peanut klingt nicht böse. Das war gar nicht schlecht. Yogi? Frank? Matze? Bubga? Theobald? Lucio? Dieter? Heribert? Manfred. Boah, so. Ich hab einen Namen. Was sagt er dazu? Nehmen wir, oder? Nehmen wir nicht? Manfred Lensch? Klingt doch richtig stark, Alter. Jürgen Lensch, Hanfred Lensch, Desmond Higgins, Kurt Kuschner, nicht Kurt. Brauch einen coolen Vornamen. Hallo, Freunde? Hallo? 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 Ich brauche einen coolen Vornamen. Ich nenne mich Higgins, Mila, wie in Garry's Mod. Haifuden, Junge. James, mach mal einfach. Nee, James ist so typisch. Samuel. Samuel? Ja. Oder Samuel, nein, warte, keine mal, Ahnung. Oh Gott, wie wollte ich mich denn? Theodore? Theodorus. So wie Theodore geschrieben, ne? Theodore? Leia Higgins klingt auch cool, Alter. Mit so, ich schritte euch nämlich Higgins, Judo Higgins. Oh, danke! Mann. Aber die Haare müssen noch, glaube ich, ein bisschen. Da war nie. Oh Gott, was habe ich gemacht? Was sagt der Chat? Passt das so? Oh, Alistair klingt aber auch gut, aber Alistair Moody wieder, ne? Passt.
Schwierigkeitsstufe? Normal, oder? Ne, Bärte gibt's nicht, die sind ja nur jung. Machen wir normal. Moody Higgins. Oh Gott, sieht das gut aus. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Oh Gott, ich hab so Bock. Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein. Junge, das, danke, das sieht Professor insane Finn aus. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Ach, Da Vinci ist auch da. Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Eleazar, ein cooler Name. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Ey, wenn das Spiel genauso aussieht wie dieser... Ich nenne das jetzt mal Cinematic. Oh Gott. Maggie! Maggie! Er ist disappariert. Warner Brothers Games. Kein Placement. Avalanche. Ja, das können wir überspringen. Wenn ein Spiel ein bisschen zu laut ist, müsst ihr Bescheid sagen. Aber hier gibt's die Full Experience. Gut, dich noch vor der Schottland-Reise zu sehen. Nee. Gerade so. Deine Singleplayer. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da... Der sieht doch ziemlich groß aus für einen 5-Klässler. ...die magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Imagine Harry Potter, oh Gott, MMORPG. Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauber. Ach stimmt, bin ja auch ich, hat dreimal wiederholt, das recht, Bahn. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Boah, Alter. Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Ich bin gespannt, wie man mit dem Zauberstab schießt, also aimt und so. Fragte sich, was das Ministerium, wie man die Zauber wechselt. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per... Das ist eine Chiffre. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste. Ich bin zu laut? Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Bei Merlins Bad. Wie
haben sie. Halt! Wir wissen nicht was. Oh Gott! Kestrale! Akio-Schlüssel. Ich mach das Spiel ein bisschen lauter. Bonus Momentus. Eiköhnchen. Junge, sieht das insane aus, Alter. Alles in Ordnung? Wow. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Erstmal Codein. Was ist passiert? Armer George. Bitte ist die Performance gut. Bitte ist die Performance gut. Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals. Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber oh das war Gott. Ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Oh Gott, Bruder. Die Grafik. Ich hoffe, dass das im Stream nicht leckt irgendwie. Und kurz, Moment. Grafik. Okay, wir können noch was aus den Dings rausholen, wenn wir FPS-Probleme bekommen, weil ich habe Qualität stehen. Sound. Moment. Passt die Musik so? Sag mal, Chat. Sollen wir die Schärfentiefe ausmachen? Ich weiß, dass viele davon Kopfschmerzen bekommen. Bewegungsschärfe, meine ich. Passt das jetzt vom Sound her mit der Stimme? Bewegungsschärfe mache ich aus, ja. Okay, wir regeln nochmal nach, falls irgendwas nicht funktionieren sollte. Oh mein Gott! Oh Gott! Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London als der Wagen fuhr. Das ist so ein bisschen laut. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Oh Gott, sieht das gut aus. Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie... Und auch George, bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag.
Stimmen von den Charakteren sind ein bisschen zu laut, kann das? Ich muss da. Stimmhöhe? Ach hier, Dialog. Ich mach Dialog ein bisschen leiser und das auch ein bisschen leiser. Gibt's hier eine FPS-Anzeige? Scheiß drauf, Hauptsache läuft flüssig. Schön aufpassen! Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Gamborolle ist auch drin? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Ich will mich nicht umdrehen. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Das sieht schleimig aus. Ich will es anfassen. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Neuen Zauber freigeschaltet. Tippe linke Maus, um Barszauber zu wirken. Da war der Kidabra! Oh mein Gott. Das war der falsche Zauber, ich wollte das einfach nur mal sagen. Ausgezeichnet! Mit seiner Kamera, um aktive Ziele auszuwählen. Ja, ja, komm, ich bin. So, weißt du eigentlich, wer ich bin, Alter? Gamborolle? Das war noch häufiger als erwartet. Verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Oh mein Gott, das sieht so insane aus, Alter. Ich muss kurz Fahnenkreuz anmachen am Monitor. Sonst funktioniert die Gambodiga hier nicht, Alter. Oh Gott, das sieht so gut aus. Habt ihr gesehen, Chat? Habt ihr gesehen? Aber da oben. Ah, da oben. Nicht mehr was, gleich davon. Okay, ich höre jetzt auf, rein zu träumen. Ich will, dass ihr eine schöne Experience mit mir habt. Bleiben Sie ruhig! Reparo! Schloss. Guck mal auf die Haare. Die bewegen sich sogar im Wind. Warum sind die so... Entschuldigung?
Warum sind die so weiß hinter... Ach so, das ist das Ziel. Hat das jemand hier gebracht? Ah, ich schätze, um glücklich zu sein. Cool. Du hast uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit der sie sagt, sie gedrückt um die Einzelheiten. Okay. Professor, es ist eine Art Wandbild. Ach, der macht FIFA-Packs auf, guck mal. Vielleicht hellseherisch begabt. Schon damals, alter Chat. Interessant. Schon damals. Krass. Kunde die Ruinen, mache ich. Kann man doch bestimmt irgendwo... Statue. Statue ist immer gut. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Vielleicht, Professor, vielleicht. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Wow. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten. Das ist ja auch wie ein auf Spiegel, dem Portschlüsselbehälter. Merlins Namen. War das? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Oh, wir sind in der Bank. Sieht aus wie die Bank. Das ist die Bank. Da ist noch ein Kobold. Hallo, ich bin Bellatrix Lestrange und ich möchte gerne in mein Verlies. Hallo? Da bin ich. Ich bin auch im Spiel. Natürlich raub ich die aus. Hallo, Oma! Unmöglich! Einen Moment! Gib halt Gold her, Hände knallt, Junge! Ich muss nochmal wiederholen, das Spiel sieht absolut insane aus. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Bitte? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Junge, halt's Maul, ich hab die ganze Arbeit bisher gemacht. Oh Gott, das wird, glaube ich, so... Oh Gott. Oh Gott, wenn wir... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin so hyped, ne? Oh Gott. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Bitte lass uns... Ja, oh mein Gott, ich wusste es. Oh Gott, das sieht so gut aus. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte.
Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Sprachlos. Verlies Nummer... Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Ich sitze hier und für mich ist das wie in einem Film. Ich bin absolut sprachlos, Alter. Oh Gott, ist das gut. Die Grafik, Bruder. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Und ich werde das übrigens nur on-stream spielen. Ich will, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Bock darauf habt. Ansonsten sucht ihr das Offscreen durch. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Allah bei der Kohani. Wo auch dein Horcrux drin ist? Kann auch sein, dass ich ein bisschen länger brauche, um das durchzuspielen, aber ich will mir alles angucken, ehrlich. Hier ist eine Kiste, die looten wir direkt plündern. Ich hab 49 Gold, gut. Kann man hier runterspringen? Kann man nicht, schade. Ich will gucken, aber auch selber spielen, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ey, ich nehme da keinen übel, der nicht zuguckt und weil der selber spielen will, ne, ehrlich. Aber hier sehe ich einen Texturfehler. Hier überlappen die Objekte unten. Seht ihr das Flimmern? Das passiert in Spielen, wenn Objekte überlappen. Da hat der Mapper schlecht gearbeitet. 70 Euro, by the way. Mein Gott, ich hänge zu viel mit dem Juri ab. Ich hoffe einfach nur, dass er im Stream genauso gut aussieht wie... Oh Gott, Alter. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Cool, wir wurden direkt von einem Kobold verraten. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Schalpes. Zauberstab bereithalten.
Hab ich gemacht. Oh, warte. Er steht für Können. Revelio. Da, da war etwas. Minigames. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Oh Gott. Da ist oh das Symbol Gott. Wieder. So gut. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls ich Ihnen ein Privileg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Blimmer mit der Ruhe, Junge. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch was. Wenn du die Skills wirklich so lernen musst immer, ja? Indem du Minigames schaffst. Oder... Ey, tut mir leid, ich wiederhole mich. Oh Gott. Normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Rebellion. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Shisha-Bass. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Oh Gott. Geht oh es Gott, Ihnen oh gut? Gott, oh Gott. Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Oder die Spiegelung. Guckt euch das an. Die Spiegelung von diesem Eis. Oh Gott, Alter. Es muss ein Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich... bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Jetzt kriege ich Lumos. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Easy. Es folgt wirklich dem Licht. Das ist doch so eine Wache von Hogwarts. Die stehen nur am Eingang rum. Die beschützen noch die Schule. Ich glaube, die wollen mir auf die Fresse hauen. Protego. Actio! Descento! Levioso! Depulso! Okay. Depulso! Levioso! Oh, nein, ich dodge mich. Expulso! Descento! Contrego! Expulso! Levioso! Okay.
Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Lumos! Wo ist der Wohin hin? Wohin soll ich nur gehen? Mr. Fig! Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Lumos! Hier lang. Protego! Bruder! Lumos! Bruder! Oh Gott! 51 Goldtaler, dankeschön! Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Lumos! Schule ist die Kiste. Brauch Goldtaler. Revelio. Lumos. Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Vor ihre Spiegelbilder schieben. Protego! Hast du gedacht, Junge? Was? Komm. Das ist ein Brett, Junge. Na, das haben wir doch schon rausgefunden. Noch gar kein Stupor. Hab ich das Stupor schon? Lumos. Protego. Okay, ich bin da ein bisschen los. Kein Stupor. Ja, du brauchst mich da nicht daran zu erinnern. Oder ist die ein Stupor? Spiel ist ein bisschen laut. Moment.
Ja, ein bisschen leiser müssen wir das machen. Protego Q gedrückt halten, um Stuhlbekunde. Ach, gedrückt halten, okay. Man muss doch lesen. Oma geht schon schlafen? Lumos. Echt? Nicht so kacke? Gute Nacht, ruhig vorbei. Gute Nacht, Oma. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Becken? Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Ja, schütt die Suppe da rein. Mal sehen. Dann gehen wir ein bisschen tauchen. Kopf runter. Das macht der Pinsel auch immer in seinem Stream, der säuft aus dem Topf. Jetzt sieht man aber die 30 FPS bei dem Trailer im Video. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Percival. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nach. Wobei, Leute, die danke der DS war. Dankeschön. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht. Hallo, Hertig. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Ich muss voll auf Klo. Aber ich will nicht. Aber ich muss. Ich geh kurz, Chef. Das sehen Sie also. Nein, ich darf nichts verpassen. Das sie ihm gibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau. Wir machen kurz genommen. Eine Minute, zwei Minuten Pipi-Pause, nachdem der Dialog fertig ist. Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Oh, das Voice-Over ist auch so gut, Alter. Da kommt jemand. Och nö, kein Kampf. Ich weiß nicht. Gibt's da
Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Ja, wer ist er denn, Junge? Wusste ich's doch. Ach, das ist der Böse aus der Zeitung. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht. Warum habe ich schon einen Zauberstab? Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Allerwegs das WoW, ne? Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Boah, sieht der cool aus. Jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ja, das passiert mit Non-Subs. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Oh Gott, Bruder, lass mich aufs Klo. Alter, das ist stark. Er arbeitet so. Oh mein Gott, wer ist er denn? Oh Gott. Oh Gott, Junge. Oh boy, oh boy. Jojo. Schnell weg hier. Hier entlang. Professor. Naja, der beschützt das Verlies, ne? Das ist so ein Wächter. Und da der Kobold den Schlüssel nicht hatte und ja. So... Wurde er jetzt aktiviert? Oh. Alles in Ordnung? Ja, Sir. Oder das war ein anderer Spieler, der reingepayt hat. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Hogwarts. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Sag ich doch, Hogwarts. Nein, nein, nein. Nein, ich muss doch auf Klo. Nein. Nein. Oh Mann. Hogwarts! Oh Gott! Wir sind zu Hause, Chat. Mich bitte auf Klo. Es ist so gut. Auch schon wieder ein Video. Ich freue mich ja, aber ich muss unbedingt. Oh gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Doch das scheint angemessener. Nun... Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Warum habe ich schon einen Mantel? Ich wurde doch noch gar keinem Haus zugewiesen. Bereit für die Einführungsfeier? Oder haben die schon vorher einen bekommen? Die haben die nicht. Oh Gott, der sprechende Hut.
Bitte nicht Ballers, bitte nicht zu den Ballers, bitte nicht zu den Ballers. Ach, fuck, falsches Spiel. Phineas Nigellus. Black. Black. Ach, ein Black war Schulleiter? Sie den Schulleiter. Oh Gott. Der sieht aus wie der Typ von Red Dead Redemption. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Oh Gott, sieht das gut aus. Es sieht so gut aus. Oh mein Gott. Grüß dich, Harry. Grüß dich. Professor Weasley. Noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Hau rein, Venom. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben du wirst und gut. Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Okay. 2 Minuten, 1 Minute Pipi-Pause, jetzt. Danach wählen wir aus. Jetzt, Chat, jetzt. Jetzt! Los! Ich bin wieder da. Wir warten noch kurz ein paar Sekunden. Bruder, wenn der mich nicht nach Slytherin schickt, ne? Dann raste ich komplett aus. Dankeschön, Charinator. Hände gewaschen habe ich. Mag ich immer. Ich bin doch kein Ekelpekel. Okay, ich freue mich auf den Unterricht, ich will unbedingt erkunden. Ich habe Bock auf beides, nämlich erkunden. Wir machen weiter, erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Boshaftigkeit. Was ist es nur? Scheiße. Was war nochmal Slytherin? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz, ne? Ehrgeiz wahrscheinlich. Ehrgeiz, Mann. Auf jeden Fall auch. Gott. Vielen, vielen lieben Dank, Chari, und alle anderen natürlich auch.
Ehrgeiz. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit Ich darf nicht verkacken. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ich will unbedingt in dieses Haus. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Ja. Annehme. Let's go. Du gehörst nach Slytherin. Erstmal ein paar Leute fetzen gehen. Aber man hätte noch ein anderes Haus wählen können. Grün steht mir einfach, was soll ich sagen? Und eine Sache noch. Ja, Mr. Black. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ja, wissen wir, komm per DLC, du Goner. Ruhe, fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ja, haben Sie echt gut gemacht, Shari. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Muss man in die... Ich frage mich, ob man am Ende des Dings die ZAGs machen muss. Was für eine Diese Abschlussprüfungen und so. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Das ist eine Weasley, die hat ein neues Kleid an. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Auf jeden. Hier entlang. Zeig mir, wo es lang geht, Frau Weasley. Können wir jetzt hier rumlaufen? Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Mama Weasley einfach. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Der Gemeinschaftsraum von Slytherin ist übrigens unterm Wasser. In dem Aspiration. See. Schlange! Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Warum ist die so nett zu mir? Danke, Professor Weasley. Gerne. Warum bin ich so nett? Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Na komm, mach dich weg. Ist eine geklatscht. Echt nicht, Shari? Also die Geschichte ist sehr, sehr schön. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Caro, ich will nicht so fies sein. Manchmal ist da... Manchmal kommt halt einfach so... Durch mich durch! Beruhig dich. Kann man hier klauen? Ey, es tut mir unfassbar leid, ne, aber ich guck mir alles an, Alter. Ich sag viel zu oft, Alter. Mein Gott. Das ist ein wunderschönes Spiel. Und ich werde niemals Papa, wisst ihr warum? Protego! Genau. Protego. Ist nämlich ein Schutzzauber. Lumos. Kann ich an die Kiste? Wusste ich doch. Schloss auf Stufe 1. Gut zu wissen, dass man klauen kann. Aber bei den Zauber noch nicht. Ich weiß, dass ich unten links nach links laufen muss, aber ich will mir alles angucken, bitte, ja? Ich hoffe, da hat keiner im Chat Faxen gemacht.
Revelio. Lumos. Hier ist keiner. Erstmal Apfel klauen. Ich werde der fieseste Mobber auf dieser Schule, Alter. Ich werde die alle mobben und beklauen, Junge. Ja! Erstmal alle Räume durchsuchen. Gold her, sonst Hände knallt, Alter. Und da kommt Gambo-Rolle. Ah, die kannst du hier gar nicht machen. Das mit den Schatten ist Raytracing, ne? Ich glaube, ich habe noch nie... Was ist das denn? Was war das denn? Hat wahrscheinlich zwischengespeichert. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel mit Raytracing gespielt. Ist das halt... Die Schatten sind unfassbar gut. Lumos. Irudo Higgins. Hallo Magnum. Na, ich glaube die... Ja, das ist aber auch im Film so, dass die Räume alle gleich sind, ne? Ja, auf Reflexion hatten die anscheinend keinen Bock bei den Spiegeln. Lumos. Aber ist ja auch kein Muss. Okay. Aber die reagieren da drauf? Lumos. Shit, die drin weggescheppert, Alter. Ihr wisst wohl nicht, dass ich der Beste bin in der Klasse. Ihr Pfeifen. Ende knallt. Okay, weiter geht's. Unsere Mitschüler haben wir schon beklaut. Zwei Äpfel. Und ein Schloss haben wir gefunden. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Der neue Fünftklässler. Muss komisch sein. Wenn man im fünften Jahr in Hogwarts anfängt. Der wohl herkommt. Laberst du denn, Alter? Wie der arme Mann vom Ministerium. Oh, die kennen mich schon. Ich bin schon berühmt. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Platz machen, Leute. Lasst ihn durch. Ich bin schon lange vorbei, du blöde Kuh. Was ist das, ein Problem oder was? Schon eine Legende, die wissen von mir Bescheid. Die wissen, dass ich aus Los Santos komme. Oh, das würde ich Lumos. Grüß dich. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Na, du auch hier? Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Danke. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Wir haben es doch so geschafft. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Ein Besen wäre Zunder gewesen. Eben. Ha, nicht bei meiner Flugtechnik. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere. Ich wette, die fliegt auf dem Jugulu. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Hau rein. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Das juckt mich, das Alter. Labert die mich voll.
Was denn? Oh Gott! Hände knallt das! Das nie wieder. Lumos! Wer bist du? Ich glaube, ich habe was gehört. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Ich lege gerne einen guten Auftritt hin. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Gute Nacht, Emnika. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Ich glaube, ich brauche einen besten Freund. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer. Ja, laber kein Scheiß, Junge. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Mir macht sein Blick irgendwie Angst. Er guckt mich nicht an. Stundenlang Ausschau. Er guckt rechts neben mir. Warum? Oder ist der blind? Die Augen sehen noch komisch Danke, aus. Danke, Ominous. Oder hat der sieht sehr gefreut. Schlecht. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ja, aber das... man das? Nein, der ist nicht blind. Oder? Ja, doch, so ein bisschen gräuliche Augen, ne? Dann tut mir das leid. Ich hab das nicht erkannt. Du bist jetzt ab sofort mein bestester Freund. Verwandlung ist mir schon immer leicht gefallen. Ich schätze, dass manche dafür besser geeignet sind als andere. Achtsam! Könnt ihr euch vorstellen, wir machen hier RP? Nun, ich schätze... Oh nein. Grüß dies! Kann ich dir helfen? Das ist so unfreundlich, Junge. Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich Danke. Übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. War aufregend. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Ah, die verbotene Abteilung. Wo? Erzähl mir, wo die ist. Ich muss sofort dahin. Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. Alles klar, Sebastian. War schön, dich zu sehen. Hit me up, Alter. Hit me up, Bruder. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der fünften Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Was will die Alte von mir? Die kann warten. Ich bin der Boss hier. Guck mir den Gemeinschaftsraum hier noch an. Sebastian, aha, wir teilen die gleichen Interessen. Lumos. Ich habe nur kein Auto, Da Vinci. Einfach Gandalf. Nee, das ist Salazar Slytherin. Wo ist die Kammer des Schreckens? Erstmal ein Apfel klauen. Hab Hunger. Ein paar Nüsse. Ich
Der Schlafsaal sieht schon wieder ganz anders aus. Was ist das für ein Geräusch? Revelio. Lumos. Nüffe, welche Nüffe? Oh, Bro, das Spiel ist wunderschön. Ah! Türtchen. It's tea time with Byron. Warte mal, wir hatten den Tee gerade ausgetrunken. Lumos. Und ein Stück Apfelkuchen. Erdbeerkuchen. Ja. Ich komm wieder. Ich komm wieder! Kiste! Okay, wo ist die Weasley? Gott, die hat Bock auf mich. Platz da. Aus dem Weg, bitte. Hallo, Malfoy. Ich muss cool laufen. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. Wir schreiben doch die ZAGs, die Abschlussprüfungen. Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Gott, wie cool. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Oh. Bitte sehr. Danke. Ich werde jede Antwort googeln. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Mag ich, dankeschön. Voll nett von Ihnen, Frau Weasley. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Ich habe irgendwie da komische... Warte mal, das ist eine Kiste. Moment, Weasley. Den Langfinger. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Sie wissen schon, ne, dass ich... Wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Jede Woche neue Pullover. Hogwarts hat mich und meine Geschwister enger zusammengebracht. Ohne unsere Eltern mussten wir uns aufeinander verlassen. Heul doch, Junge. Wo ist die hin, die Truller? Entschuldigung, ich wollte die Truhe plündern. Es tut mir leid. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Jo, die Tür ist gerade verschwunden. Chill mal. Oh Gott, ist das cool. Nochmal. Ha, du Loser, bei dir geht die Tür nicht auf. Oh Gott, ist das cool. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die mag mich. Die weiß, glaube ich, was für ein krasser Zauberer ich werde. Ruhe, Moment. Warten Sie doch mal Revelio auf diese Statue und sehen, was das überhaupt darüber weiß. Was soll ich machen? Ach so.
Revilla! Diese Statue stellt den Kelpie dar. Einen Irland und Großbritannien beheimateter Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Ja, kenne ich. Der größte Jarkelp wurde von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Siehste, wir lernen wieder was, Chat. Also gibt's das Monster doch. 80 EP habe ich bekommen, okay? Das ist ein Handbuch, Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von der Herausforderung wird dir angezeigt. Fortfahren. Escape. Fortfahren. Dein Handbuch verfolgt den Handbuch. Was haben Sie mir aus dem Fortzufahren? Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Handbuchseiten. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge, je nachdem abgeschlossen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Wie, du kriegst Cosmetics dafür? Belohnungen müssen im Herausforderungsbild eingefordert werden, schon öfter vorbei im Freigestellten. Ah, okay. Schön. Aber ich hab doch hier Hogwarts-Brille. Sammeln Hogwarts 2, achso, 1 von 2, okay. Schade, dass man die noch nicht sehen kann. Aber das ist cool. Du machst Aufgaben im Spiel, kriegst dafür Cosmetics und so ein Shit. Boah, Bruder, ich... Alter. Wow. Auf geht, die Weasley wartet. Raffiniert, nicht? Lumos. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Rebellion. Junge, jetzt... Ey. Ah, Junge, einfach integrierte gute Brille aus GTA-RP. Du hast dir nicht mal einen Hack kaufen, hast schon Warlock drin. Guck, da oben, Truhe. Einfach Warlock, Alter. Da kannst du den 10er im Monat für Immunity sparen. Da ist die Truhe. Ob ich in ein paar Goldtaler drin. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Bereich unterteilt. Ja, links ist der Schlafsaal, rechts ist das mit den ganzen Klassenräumen, da hinten Quidditch-Feld. Und da ganz oben ist der Eulenturm. Grüne Flurflammen zeigen von der entdeckten Flur mal an. Okay. Ach du Ka... Oh Gott, das hat gut gemacht. Aber ich will da nicht hinreißen. Oh Mann. Ich wollte doch die Kiste plündern. Ich kann auch nichts dafür, dass ich ein Dieb bin. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt hoffe, zur Haupthalle. Ja, sei mal kurz ruhig. Ich hoffe, dass man nicht immer diesen Porter benutzen muss, sondern man von den Schlafsälen auch rüberlaufen kann. Och bitte, hoffentlich ist das so. Nicht spoilern im Chat, wenn das einer weiß. Rebellion. Für Elvis Presley. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Angeber sind in Wahrheit nur unsicher. Das hat meine Mutter mir gesagt. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Dunklen Künste. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Ich gehe erstmal ins drei Besen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit noch. Ihren Freunden genießen. Mag ich mir erstmal in der Binse kippen. Komm. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Für die Flüche interessiere ich mich am meisten. Bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Danke. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. Ja, wie? Hausaufgaben? So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Nö. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Ja, mein schönes Butterbier. Das ist der Fick doch. Spricht. Ja, Fickchen, wie jede dir, Ihnen Kollege. Müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei Hallo, vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Ja, ich bin was Besonderes. Habt ihr gehört, Chat? Sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Danke. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Ja, mach ich. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Aha. Ebenso Super. Für mich übrigens. Ja. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Cool. Ja, wenn du mich beobachten willst, Kommen ist mir doch klar. Kommen Sie heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Aha. Dann da werde haben ich wir. Ihnen mehr über die erwähnten ja, erzählen. Ja, Weasley, komm. Und dann ich sehen bin in der wir, 5. ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ich will ein Butterbier trinken gehen mit mir. Fickchen, du wartest hier. Ich muss klauen. Revelio. Da ist ein Spiegel. Was kann man da machen? Was heißt das, wenn das blau ist? Das habe ich wahrscheinlich überlesen, oder? Revelio. Oh, ja, ist okay, Alter. Immer mit der Ruhe, Alter. Immer mit der Ruhe. Schön, Sie zu sehen, Professor. Ich ärgere, Alter. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? In der Tat. Ich habe mein Bestes versucht. Wir haben ein dreckiges Geheimnis. Ich bin mir aber sicher, dass Sie ahnt, dass wir ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor.
Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Ich glaube, ey, ehrlich, die Weasley ist sass, Alter. Ich sag, wie das. Will keine. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran. Schaltet neue Features frei und gewährt EP. Okay. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenerfahrung gesperrt. In diesem Fall musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Das heißt, wir müssen echt im Unterricht und so? Cool. Ah, man sieht sogar, oh Gott, wenn ich da jetzt zum Unterricht gehe, Belohnung kriege ich Wingardium Leviosa. Ich spiele auf normal. Und da kriege ich Accio. Ich könnte zum Beispiel sagen, Accio Twitch Prime. Mal gucken, ob es funktioniert. Hat ein bisschen Delay. Dann würde ich einen Twitch Prime kriegen. Ja, was machen wir? Auftrag verfolgen. Wir gehen erst Verteidigung gegen die dunklen Künste. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Snake gibt sie nicht. Das wird mir sicher weiterhelfen. Das spielt vor Harry Potter. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade. Deshalb hat er ja auch nicht funktioniert, Oli. Du hast aufgepasst. 10 Punkte für den Chat. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ollivander mag ich. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Accio Twitch Prime hat funktioniert, Chat. Von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Blackie Yagui, danke schön für den Prime-Sub im 21. Und 10 Punkte Abzug wieder. Verzauberter Kompass. Das steht, das heißt Level 1 wahrscheinlich, richtig? Okay, hier Aufgaben. Ausrüstung. Ach, boah, hat sogar nochmal funktioniert. Ingel Felix, danke schön für den Prime im 7. Und Reinorgel Kalle, danke für den Prime im 5. Du kriegst Gier, was dich auch schützt, Offensivzauber. Reittier, Besenverbesserung. Haben wir schon was im Inventar? Ja, haben wir noch nichts geklaut. Sammlungen? Das waren die Karten, ja? Ne, das waren nicht die Karten. Ach, das sind allerlei... Okay. Herausforderungen. Oh Gott, dann kriegt man Handschuhe. Ja, das ist die Karte. Da wollte ich nicht hin. Okay, wo ist meine Maus hin? Ah. Jo, wie cool ist denn der Effekt? Sieht aus wie von einem Paladin aus WoW. Jetzt zeigt mir dann die Richtung an. Lumos. Da ist was drin. Ich weiß es einfach. Was ist hier drin? Ich will das wissen. Hallo. Ich komme eh zu spät zum Unterricht. Oh, hallo. Ich bin was Besonderes. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten ich mich weiß für nicht, wie groß die Welt ist. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt, da steckt mehr, dahinter. Aber was? Ich habe was darüber Hast rausgefunden. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich Hufflepuff. Hier an. Spuck aus die Infos. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein.
Ja, die ist Hufflepuff. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Natürlich habe ich mehr Glück als du. Geh beiseite, Lumos, Alter. Komm bitte zu mir. Das muss ein Hinweis sein. Da habe ich doch was gefunden. Ich sollte schauen, ob da kriege ich doch jetzt eine Belohnung. Wo war das? Oder habe ich das noch gar nicht abgeschlossen? Muss ich das noch irgendwie... Achso, ich soll den Ort finden. Das ist... Das Gemälde zeigt einen Ort, der in der Haupthalle zu sein scheint. Ich sollte den Bereich untersuchen, um herauszufinden, ob ich... Okay. Haupthalle. Meine Familie ist eine Generation. Orientierung gleich null. Ich sag, wie es ist. Ach, der zeigt mir das doch sogar an. Da unten. Das ist ja einfach. Hier. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Die da Mitte haben wir eine Handbuchseite. Diese Statue mit den eingeschmächtigen Grinsen stellt den Zauberer Gregor, den Kriecher, dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde. Wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. Okay. Ich mit Lumos weitermachen. Lumos. Jetzt haben wir eine Belohnung bekommen. Aufträge? Nein. Ich muss jetzt eine Motte finden. Jetzt haben wir doch hier. Haben wir die Brille von Harry Potter. Bei 8 Stück kriege ich den Handschuh. Okay. Ausrüstung. Die können wir doch ausrüsten, oder nicht? Da ziehen wir mal die an, weil die ist neu. Bonus Momentos. Ah, da ziehen wir auch an. Habe ich schon Hut? Oh. Ja, bitte nicht. Das auch nicht. Ich will einen Spitzenhut. Ich habe aber Handschuhe bekommen. Schwarze Lederhandschuhe. Boah, badass aus. Ja, das kriegen wir noch. Ich glaube, ich habe den noch gefunden, auf den wir da gut eingegangen sind. Rebellion. Ach da. Hallo? Komm da runter! Lumos. War doch klar. Bring die Motte wieder zum Gemälde zurück. Komm mit, Motte. Komm. Komm schön mit. Ich tu dich wieder ins Gemälde rein. Und dann will ich meine Belohnung haben, sonst knall ich dich ab. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Gib her die Seite. Pat, vielen lieben Dank für den Prime-Sub am 15. Cool, Alter. Echt cool. Ich weiß, wir sollten im Unterricht gehen, aber ich habe noch keinen Bock. Ich will entdecken. Ich muss mit der Alten da oben quatschen. Dann der erste Tote. Ich versuche es doch, du Mensch. Weißt du, was deine Papa gemacht hat? Protego! Schon wieder die Hufflepuff, Alter. Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Das sag ich dir doch nicht. Das sag ich dir nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Das sag ich dir nicht. Ja. Ich mach nur Spaß. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen zurückgelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so ja, nah dran, du, es zu nah lösen. Dran hast du aber trotzdem du nicht geschafft. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte. Ich hätte... Wie habe ich das übersehen? Oh Gott, ich habe irgendwas bekommen, Chat. Was habe ich bekommen hier? Ey, da sehe ich mich, Alter. Let's go. Ich habe doch irgendwas bekommen. Oder einen Fortschritt habe ich nur bekommen.
bin eh der beste Zauberer, also kann ich auch so rumlaufen. Okay. Sammlungen. Ach, das musste. Oh mein Gott. Hier. Ja, aber wo ist das? Warum kann ich das nicht anziehen? Ich werde es auf jeden Fall herausfinden. So. Lumos. Ich glaube, ich gehe in den Unterricht. Lumos. Revelio. Ist das jetzt ein Fehler im Spiel oder ist das Magie? Ich würde sagen, das ist Magie. Tag, Sam! Okay, ein bisschen leckt das schon. Ich guck mal eben. Wie viel Qualität? Oh Gott, ja, das ist natürlich klar, dass das leckt, ne? Effekte. Ich brauche mal das nicht alles. Ich habe keinen Bock zu restarten. Raytracing Schatten. Einfach mal ausbalanciert. Nee, das ist ganz schlimm. Ja, aber das sollte eigentlich besser laufen dadurch. Oh nö, ich will jetzt nicht restarten. Wenn für euch das so okay ist, es ist halt irgendwie so 60 FPS, glaube ich nur. Ich meine, ihr seht ja eh nicht mehr. Lass mal so, wir müssen hier los. Rebellion. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen von Flohpulver war. Wer redet da? Meine großen Schwestern. Naja, das backt ja nicht, ne? Man merkt halt aber, oh, Miezekotze! Das ist die Diva. Cool. Aber wir wollen im Unterricht. Ich gehe jetzt in den Unterricht. Ich liebe es, mit meinen Geschwistern Zauberschach zu spielen. Es ist etwas brutal, aber... Revelio. Lumos. Es ist ja irgendwie nichts kaputt oder so. Es leckt nur ein bisschen. 142 Treppen und sie stellen mich genau hier hin. Hat man die Statue mit mir geredet? Revelio. So viel zu entdecken. Oh Gott, wer ist er denn? Kannst du mir... Zaubertränke, Öle, Zauberkunst, Ungeheuer. Nichts geht über Spiel mit Feuer. Lumos. So viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wer ist Lehrerin? Revelio. Muss hier hoch.
Ab in Unterricht. Müssen wir uns ja auch angucken. Super! Super! Oh Gott, leck das. Ist das alles? Bombarda! Levioso! Professor Hackett! Oh. Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Ich bin einfach in Unterwäsche da im Sie Unterricht. Sie fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann. Pures Wissen. Boah, den geilen Zauberstab, Alter. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ja, ein schwacher wieder. Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay, let's go. Einfach Musterschüler, Alter. Was soll ich euch sagen? Levioso. Levioso. Mein Zauberstab ist voll Kacke. Nun, probieren wir etwas Größeres. Ich stech voll raus, ne? Guck mal. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ja. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Okay. Denken Sie daran. Gut gemacht. Ich nimm den auseinander. Levioso. Gut gemacht. Hab ich. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Oh Junge, ich werde dich so scheppern jetzt, Zeit ne? Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber. Kann ich Protego einsetzen? Beginnen okay, Sie. Darf ich. Levioso, das geht Protego. Protego. Gedacht, ne? Das ist das schwerste Ding. Levioso. Junge, ist eine geklatscht, Alter. Ich kann damit nichts zu tun. Technik. Ich weiß. Hab ich den weggehauen, Alter. Sag dir Junge. Einfach, lerne schnell. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ich bin überhaupt gar nicht eingesteckt, du Loser. Du hast mich nicht einmal getroffen, Junge. Lappen, Alter. Da liegst du, Lutscher. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin! Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ja, ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Natürlich. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald. Weißt du, warum ich im Schlafanzug bin? Weil ich meine Gegner im Schlaf besiege. Ohne Anstrengung. Na gut. Ich muss doch mit dir aufnehmen. Du hast zu einen starken Zauber um dich herum. Junge, der wird sich bestimmt nochmal duellieren, oder? Gute Arbeit. Komm her. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung?
Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dankeschön. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Danke. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Hm, doch, war mein erstes. Doch, no. War es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Klingt gut. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ja, dafür bin ich hergekommen, Bruder. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst. Ach, das ist Sebastian, das ist so mein bester Freund. Man muss genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Zeig mir, Sebastian. Wo die ist. Ich werde es mir merken. Sebastian. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Wie, wird's nicht noch ein Duell? Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Mach ich. Glockenturm. Dann bis bald. Halt Maul. Ich hab bestimmt wieder was bekommen. Ja, komm, zieh ich den wieder an. Lachen mich ja alle aus hier. Boah, der Umhang ist cool. Da hole ich mir die Hände kurz ab. Die werde ich auch anziehen, weil die... Hallo? Ach, sind das keine Items? Was habe ich mir denn da jetzt geholt? Ach, nee, warte, das waren die doch gar nicht. Legendäre Handschuhe. Und wo sind die? Warum habe ich die nicht? Oder habe ich hier einen Denkfehler? Egal, wir werden die schon finden. Wahrscheinlich, vielleicht auch in der Truhe im Haus. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Hm, jetzt nicht mehr. Er wollte da kämpfen, oh wow. Nicht? Und ihr? Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Gegen Professor Hagrid würde ich nicht antreten wollen. Warte mal da oben. Revelio. Das nehmen wir doch direkt mit. Transklärt das im Unterrichtsraum, weil das hat die ja gerade schon erklärt. Scheiße, abgeschlossen. Ach so, das ist Transmog. Ja, gut. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Sebastian heißt der. Was haben Sie Revelio. Lumos. Warte mal, das habe ich doch noch gar nicht entdeckt. Revelio. Levioso. Ja, es ist ein bisschen laggy, aber ist nicht schlimm. Hallo, ja, Chris. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder blablabla. Bla bla. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regenfeuer sein kann und dessen Klangeschrei einst den Tod ankündigen. Eine Kiste haben wir noch nicht geknackt.
Revelio. Das ist doch schon... Ah, hier. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Oh. Was willst du? Lumos. Revelio. Lumos. Achso, ich soll den Ort wiederfinden, ne? Machen wir später.